Freunde gepflegter Fußballunterhalte, wunderschönen guten Abend zu wirklich ungewohnter Zeit, möchte ich meinen. Ich weiß nicht, wie oft ich in meinem Leben mit euch zusammen Freitagabend nach dem Zweitliga-Fußball gestreamt habe, aber okay. Ungewöhnliche Veröffentlichungen, zumindest für mich ungewöhnlich. Ich habe We Are Football gar nicht auf dem Schirm gehabt, aber ungewöhnliche Veröffentlichungen bringen ungewöhnliche Streamzeiten mit sich. Und damit jawohl, schönen guten Abend. Natürlich wieder fußballmäßig unterwegs. Und wahrscheinlich wissen einige von euch, die zugucken heute, besser Bescheid über We Are Football 2024, als ich es tue. Wir hatten hier auf dem Kanal vor 2 Jahren, 3 Jahren den ersten Teil von We Are Football angestreamt und der war noch nicht so wirklich fertig. Ich habe dann, glaube ich, nach ein paar Patches aufgehört und das so ein bisschen aus den Augen verloren, ehrlicherweise. Damals war der Anspruch schon, und das wissen sicherlich einige von euch, die es mit Fußballmanagern oder Fußballvideospielen halten. Gerald Köhler, der Anstoß-Urvater, hat hier seine Finger im Spiel gehabt bei Teil 1 schon, jetzt auch wieder. Und da war natürlich die Messlatte und die Hoffnung auf ein neues Anstoß sehr, sehr hoch. Jetzt wurde mir im Vorfeld auf den Stream hier gesagt, dass We Are Football 1, nennen wir es mal, schon recht gut gepatcht wurde die letzten Monate. Also das war schon relativ weit vorne und ich, wie gesagt, habe von We Are Football 2024 gar nicht so viel mitbekommen. Also von daher, das Spiel kam dann auf einmal mit einem schönen Release-Trailer in meinen Newsfeed und dann so, ach, interessant, und We Are Football, ne? Das kennst du ja dann schon. Da guckst du schon mal genauer hin. So, von daher machen wir das heute auch in Streamform, dieses genaue Hingucken. Das Spiel ist keine Woche alt, keine Woche auf dem Markt. Ist sehr gut gestartet in Reviews. Das kommt dann nochmal erschwerend hinzu, dass das Interesse und die Vorfreude so ein bisschen da sind. Also von daher, so mit so Worten wie das neue Anstoß, endlich wieder wie Anstoß, so eine Mischung aus Anstoß und Fußballmanager, wo Gerald Köhler ja auch seine Finger im Spiel hatte. Das macht schon so ein bisschen den Mund wässrig. Von daher, Erwartungshaltung für den Stream heute. Ne, ich hatte auf Twitter gefragt, habt ihr Bock, dass wir das mal anstreamen? Und da haben einige von euch gesagt, yo, mach mal. Wir klicken heute ein paar Stunden durch das Spiel, ohne Ziel, dass das jetzt der Karrieremodus wird. Und wenn wir dann feststellen, hey, das ist tatsächlich so ein bisschen Anstoßgefühl, und das war so das letzte große Fußballmanager-Projekt ja auf meinem Kanal, da waren auch sicherlich viele von euch dabei, die letzten, vor ein paar Jahren, Anstoß 3 nochmal ausgepackt. Wenn wir finden, hey, das macht Spaß und das hat Potenzial, dann können wir hier gerne so ein zweites Projekt neben dem PES-Brunch dann auch meistens wahrscheinlich in der Night-Session, Abend-Session, so wie heute, aufziehen. Dann könnte ich mir vorstellen, machen wir einen richtigen Karrieremodus. Für heute Abend würde ich mal sagen, und da tue ich mich jetzt nochmal schwerer nach dem schönen Freitagabendspiel mit Fortuna Düsseldorf, nicht Fortuna zu nehmen als direkt ausgewählte Mannschaft, sondern den glorreichen SC Freiburg, den zweitcoolsten Verein der Welt. Und dann haben wir, glaube ich, Bundesliga, wir haben Europapokal, wir haben ein bisschen mehr Kohle, bisschen bessere Mannschaft. Dann kommen wir vielleicht eher zu einem Gefühl, ob das Spiel wirklich Spaß macht und einiges hergibt. Von daher machen wir das dann heute mal so. Wir wählen den SC Freiburg. Auch ein wichtiges Thema, was einige im Vorfeld haben durchklingen lassen, dass sie das nicht wussten. Einige von euch wissen es natürlich, aber ich sage es an der Stelle auf jeden Fall. Ihr werdet es jetzt gleich sehen. Hier unten ist es schon auswählbar, weil ich es reingepatcht habe, wenn man so möchte. Es ist einfacher denn je, in einen Fußballmanager eine schöne Originaldatenbank zu bekommen, denn das Spiel auf Steam erhältlich und die Originaldatenbank von den Datenbank-Pflegegöttern vom FM-Zockernet in den Steam Workshop gepackt. Also mit wenigen Klicks setzen, mit Subscribe to Data Pack und dann hier runterladen und einfach nur dann hier ihre Datenbank auswählen. Bist du mit Original-Datenbank im Spiel? So, du hast also 113 simulierte Länder, fast 300 Ligen, du hast gefühlt den ganzen Weltfußball jetzt hier in der Datenbank. Wir sind natürlich nicht so fanatisch, auch was Ladezeiten angeht. Und machen mal alles aus, außer Deutschland. Und Deutschland ist noch pervers genug, ehrlicherweise. Das zeige ich euch hier gleich mal in einer Zeile. Und sollten wir ein großes Karrieremodus-Safe-Game hier im Stream irgendwo anfangen, gucken wir nochmal nach ein paar mehr Ländern. Jetzt für den Start machen wir ein simuliertes Land Deutschland. Und guckt mal, ihr seht da 60 simulierte Länder. Ligen. Fast 1000 Vereine. Und wenn wir gleich, das können wir auch sofort vorspulen, wenn wir gleich auswählen, mit welcher Mannschaft wir spielen. Es ist, glaube ich, es ist tiefer, als ich in meinem Leben je gespielt habe. Ich habe bis Landesliga geschafft in meiner absoluten Jugend-Highlight-Phase. Und das ist nochmal tiefer, glaube ich. Ich habe meinen Jugendverein jetzt nicht gefunden. Der spielt mittlerweile, glaube ich, Kreisliga C. Die sind nicht im Spiel, aber es geht, glaube ich, bis Bezirksliga oder so runter. Also das ist ein absoluter Wahnsinn, wie tief
die deutschen Vereine hier in dieser Datenbank vom FM Zockernet drin sind. Also wer da Bock hat, kann dann auch ganz, ganz tief unten anfangen. Und eine Option, die, glaube ich, auch bei jedem Fußballmanager irgendwo dabei ist oder bei jedem, der sich ernst nimmt und da spielen sicherlich auch viele mit, ist selbst einen Verein zu erstellen. Auch das geht auch bis in Fußballmanager-Zeiten, glaube ich, zurück, wo, wie gesagt, Gerald Köhler auch seine Finger im Spiel hatte. So, ihr seht dabei Auslastung. Ich habe 16 GB Arbeitsspeicher. Das ist ja auch immer so ein wichtiges Thema bei Fußballmanagern und Datenbanken und Data verarbeiten. Ihr seht bei diesen 60 Ligen, die hier simuliert werden, das Gesicht auf etwas traurig, nicht auf rot. Das dauert dann irgendwie eine Viertelstunde, bis der das eingerichtet hat. Jetzt ist es auf ein bisschen traurig gelb, orange. Mal gucken, wie lange das jetzt noch dauert. Ich habe bisher ehrlicherweise nur bis ins Hauptmenü geklickt. Ein bisschen, okay, startet das Spiel, läuft, okay. Und hatte da noch ein paar Ligen mehr. Ich denke mal, es ist dann auch sinnvoll, irgendwo zu sagen, yo, lass mal ab vierte Liga abwärts wegklicken. Also wir wollen, wenn wir eine Karriere anfangen, natürlich nicht zwingend in der Bezirksliga anfangen. Aber die Möglichkeit ist da. So, und jetzt muss ich euch hier einen voll erzählen, während er die Datenbank initialisiert. Nutze ich mal die Zeit. Das machen wir doch an der Stelle immer gerne. Timo, schönen guten Abend. Schobo ist auch am Start, schönen guten Abend. Der Dio ist da, schönen guten Abend. Und der Andreas Deibel, unser Lokführer, ist da. Schönen guten Abend. So, das ist noch ein bisschen wenig Bewegung im Chat, also gerne aus dem Knick kommen. Liebe Freunde, jetzt haben wir es endlich geschafft. Ihr könnt bis zu 4 Spielern wählen, wie es aussieht. Das vielleicht auch nochmal als Ansage, wie das so die YouTube-Experten und die Stream-Experten so gerne nennen. Man spielt ein Spiel blind, also unvorbereitet. Ja, ich habe, wie gesagt, bis einmal ins Menü geklickt. Ich kenne mich null aus. Wir lernen das jetzt zusammen kennen. Wer von euch Ahnung hat, bitte unbedingt melden, wenn ich Unsinn klicke. Tipps und Tricks geben. Alles gar kein Thema. Aber ich lerne das Spiel mit euch jetzt quasi in den nächsten Stunden so ein bisschen kennen. Und die Erinnerung an We Are Football 1 von vor ein paar Jahren, die ist auch sehr blass. Da haben wir, glaube ich, eine Saison zusammen gestreamt. Sind nicht in die dritte Liga aufgestiegen, irgendwie sowas war da und da war das Spiel auch noch weit weg von fertig gepatcht. Also das ist eine dunkle Erinnerung, mit der ich nicht arbeiten kann. So, wir machen einen Spieler. Jetzt müsste hier so genau, dann geben wir mal hier ein. Weil wir Freiburg nehmen, machen wir mal Volker Finke, der eigentlich auch kein Manager war, das passt eigentlich auch nicht, aber okay, aus Hamm. Volker Finke, keine Ahnung, was Geburtsdatum, das ist erstmal alles egal. Familienfeature machen wir mal an, das ist immer ganz süß. Und Volker Finke hat Deutsch gesprochen. So, machen wir das mal. Erstmal vollkommen egal, das kann bei Zeiten noch ernst gemeint werden. So, dann haben wir Haustier, Katze. Auf jeden Fall, wo ist Mäuschen hier? So, und meine Katze hieß Kimba. So, das mache ich noch. Die Abo-Katze. Stammzuschauer erinnern sich. Ansonsten habe ich keine Familie. Ist erstmal egal. Simulieren will ich nichts. Also geht's weiter. So, da kommt der Schwierigkeitsgrad schon. Lass mal auf normal. Auch da schön zu sehen. Ne? Du kannst hier einiges einstellen, um es dir individuell zu gestalten. Die Hardcore-Spieler unter euch machen natürlich das hier. Wir machen normal und rasten nicht vollkommen aus. Ja, Timo, das ging mir eben genauso. Ne? We Are Football fing mit ähnlicher Idee und ähnlichen Lorbeeren so an, ne? Neues Anstoß sein oder neuer Fußballmanager, irgendwas von Gerald Köhler halt, hat dann am Anfang nicht so ganz performt, aber ich war raus, aber das haben mir jetzt einige noch geschrieben, als ich gesagt habe, komm, streamen wir das mal zusammen, dass sich We Are Football 1 auch mit vielen Patches über die Monate gemausert hat. Kann ich jetzt nichts zu sagen, ich kann dann auch keinen Vergleich ziehen, lohnt sich 2024 im Vergleich zum jetzigen Stand We Are Football 1? Ich will jetzt aber einfach nur ein gutes Gefühl haben bei 2024. Schönen guten Abend, Eaglemaker. Schön, dass du auch mal wieder herfindest. Ich kann mir vorstellen, so Freitagabend zu streamen ist super Ausnahme bei mir. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Aber vielleicht gibt es nochmal den ein oder anderen bekannten Namen, der sonst Sonntagmorgens zum PES-Brunch nicht herfindet. So, deswegen schön, dass auch mal wieder andere Namen und bekannte alte Namen hier aus der Stammzuschauerschaft herfinden. So, was haben wir jetzt hier? Wie möchtet ihr spielen? Weltmeisterschaft? Europameisterschaft? Nee, das wollen wir nicht. Aber auch schön, dass so ein Fußballmanager auch weitere Modi mal dazu bringt, dass man sofort sagen kann, okay, ich nehme jetzt hier irgendwie Deutschland und spiele unsere WM und spiele die Heim-EM, warum nicht? Da ist das Thema, was ich sagte, Vereinsgründung. Okay, dann kannst du wahrscheinlich komplett Wappen auswählen, Name und so weiter. So, Karriere, das wäre das, was wir dann in einem gemeinsamen Stream-Projekt angehen können, sofern ihr da Interesse dran habt. Und dann ist es eben das, was ich meinte, wir machen heute Abend mal ein paar Stunden Vereinswahl und nehmen gleich den SC Freiburg. So, aber was ich euch zeigen wollte, genau hier, wir haben jetzt also, wie gesagt, ne, leicht zu installieren über den Steam-Workshop das FM-Zocker.net-Datenpaket.
Und dann geht es hier so weit runter. Landesliga. Das ist ein Überbezirksliga, wo, glaube ich, mein Heimatverein jetzt spielt. Wo wäre ich denn jetzt? Wo habe ich früher gespielt? Hier Landes ist das Niederrhein, das hier. Das ist, da habe ich früher gespielt. Also eine Saison, ehrlicherweise nur. Aber da habe ich gespielt. Gegen Kapellenerft, gegen Düsseldorf West und sowas. Genau, das ist so knapp 100 Jahre her. Aber guck mal, was die hier drin haben. Mit Originalwappen, mit Originaltrikots. Das ist dann halt ein sehr perverser Datensatz. Bis runter 6. Liga, 7. Liga, irgendwie sowas. Also da kann man sich bei Zocker, FM-Zocker.net komplett bedanken und austoben. So, dann wie gesagt, Freiburg. Auch das, Originaldaten zu dieser Saison, alles cool. Größtes Talent, alles klar, nehmen wir und weiter geht's. Vertragsangebot ist, glaube ich, für den Moment alles vollkommen egal. Nehmen wir jetzt an, wir wollen nur ein bisschen klicken, durch die Menüs gehen, wir wollen Gefühle entwickeln. Ist das gut? Macht das Spaß? Wollen Sie direkt am Spielstand eine Nationalmannschaft managen? Bleibt auf Nein, ist auch Unsinn. So, noch schlafen Sie im Hotel. Das ist, glaube ich, genau wie beim ersten Teil. Ne? Du wirst so vorgestellt und es gibt so ein schönes Bildchen und der Text ist so. Also die Menüs waren ähnlich. Das passt, glaube ich, so. Achim Stocker. Der war Achim Stocker nicht der Präsident? Kai? War das nicht? Ist der Manager nicht? Wie heißt der? Jochen Seiler? Jürgen? Jochen Hartenbach? Ich glaube, Achim Stocker nicht der Präsident gewesen, mit dem Volker Finke immer so gut zusammengearbeitet hat, aber kann auch Manager sein. Ist auch vollkommen egal. Also, dass Volker Finke kein Manager war, das weiß ich selber. Jetzt fiel mir kein besserer Name ein. Und am Ende ist das ja eh immer hier so ein Hybrid, wie vielleicht im britischen System mit Manager und nicht Coach und nicht Sportdirektor oder wie das heißt. So, von daher einfach weiterklicken. Also alles cool, Freiburg, wir sind Volker Finke, auf geht's. So, ich bin mal gespannt. Kommt jetzt so eine Pressekonferenz so im Anstoß-Style, kommt jetzt eine Interviewrunde. So, da ist natürlich jetzt die. Ne, erinnert euch vielleicht auch dran, dass wir Originallizenz mit einer Art DLC bei We Are Football 1 kaufen konnten. Da hatten wir dann, glaube ich, auch Originalpokale. Es sieht jetzt alles sehr original aus, ne, so ein bisschen abgewandelt, aber man erkennt, was es sein soll. Und alles andere ist von FM Zockernet reingepatcht. So, heute beginnt die Vorbereitung. Der Urlaub der Spieler ist beendet. Man sieht sich die Mannschaft nach der erfolgreichen letzten Saison freut, dass es wieder losgeht. Okay, sehe ich ähnlich. So, und wir jagen drei Titel scheinbar. Und hier ist noch der Europapokal eigentlich. Finden wir gut. So, auch diese Aktionspunkte, da erinnere ich mich dunkel dran. Die hat es im ersten Teil auch schon gegeben für so spezielle Momente. Irgendwie in der Verhandlung, persönlich, in der Mannschaftsansprache. Ich glaube, so, da konnte man so einen Aktionspunkt zünden. Grundausstattung, okay, normal. So, Saisonplanung, auch das ist so ein bisschen anstoßmäßig, ne? Du hast Budget und kannst dann pitchen, dass du mehr erreichen willst und mehr Geld aber dafür brauchst. Und dann ist der Präsident hier irgendwo, ich glaube, hier ist meine Hackfresse gerade im Overlay, ne? Das heißt, wir sind bei 82%. Hier unten überdeckt ist aus dem letzten Jahr die Stimmung, 82% immer noch. Finanzkalkulation scheint hier irgendwo gemacht zu sein. Die lasse ich mal weg. Und dann Aktionspunkt einsetzen mache ich auch noch nicht dramatischerweise. Da machen wir mal hier. Na, wobei, komm, es ist einfach nur ein Probespielen. Und mit SC Freiburg nur Siebter werden ist nicht. Wir wollen besser sein. Und dann gibt es auch mehr Geld. Aber da können wir noch mehr Geld fordern. Gucken wir, jawohl. Und das war's. 7,8 Millionen Budget. Das ist irgendwie. Ohne dass ich mich jetzt, ne, dass ich jetzt zu schwarz malen will. Was ist das für eine Zahl? Was soll das sein? 7,8 Millionen Transferbudget für einen Europapokal Aspiranten. Ich kann mit dem Budget jetzt gerade echt null anfangen. Ne? Und das war auch genau mein Thema. Ich erinnere mich dunkel, dass ich irgendwo mal im ersten Teil Vincenzo Grifo mit, weiß ich, 50 Millionen Euro verkauft habe. Und dann aber für deutlich weniger Geld bessere Spiele. Ganz, ganz, ganz wirr war der Start damals. Das weiß ich noch. Da haben sie echt auch so Transfersummen komplett verzockt. Deswegen, ich bin gerade ein bisschen unruhig. Vereinsvermögen, Fernsehgeld, das ist okay. Aber was soll das jetzt hier mit den 7,8 Millionen? Das ist kein Transferbudget, das ist ein Gehalt. Das ist ein Gehalt für einen guten, okay, für einen sehr guten Bundesligaspieler, aber es ist auf jeden Fall nichts, womit der SC Freiburg jetzt groß arbeiten könnte. Aber okay, es geht weiter. Wir wollen Sechster werden, das ist realistisch, glaube ich, und 7,8 Millionen, okay. So, Trikots dann. Und das ist auch neu im Vergleich zum ersten Teil. Klar neu, erkennbar. Es gibt 3D-Szenen wohl. Nur für Highlights, so wie früher auch bei Anstoß. Kein 90 Minuten
Simulationsspiel tatsächlich, aber es gibt Highlights in 3D. Die gucken wir uns heute natürlich auch an. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass wir uns jedes Spiel so angucken, aber das gucken wir uns heute auf jeden Fall auch mal an. Das ist mir auch aufgefallen im Vorfeld. Das ist wohl was Neues. Stocker war Präsident und hat viele Aufgaben übernommen. Ja, gut, ich meine, der familiäre Verein, der SC Freiburg, da haben sie alle kreuz und quer gearbeitet. Hauptsache, die Trainer waren immer alle allein verantwortlich für den sportlichen Bereich. Also, das sieht sehr nach Originaltrikot aus. Passt. So läuft das bei mir. So, jetzt sitzen wir scheinbar, so dem Foto nach sitzen wir nicht vor der Mannschaft, wir sitzen vorm Präsidium. Wir setzen auf die Jugend. So einer bin ich. So, dann Form ist wichtig, genau. Ich kann mir vorstellen, ne, wie man dann die Mannschaft aufstellt. Dann kriegt man da wieder Belohnung, also Upgrades im Vertrauen und so, wenn man sich an das hält. Wir rotieren auch viel. Kader. Auch das sieht sehr nach dem ersten Teil aus, hier mit diesen Fähigkeiten. Alles okay. Hier auch schön oben Noah Atubolo und so weiter. Alles Originalgesichter, klar. Alles im Datensatz, alles super. Aus dem Jugendjahrgang muss es ein. Aus jedem. Ja, das ist auch mal gut. Immer ein Jugendspieler muss rocken. Ich kaufe nur Spieler, die teurer. Ja, können wir auch machen. Ich kaufe nur Spieler, die uns wirklich weiterbringen. Ne? Das beißt sich ja so ein bisschen mit dem hier. Ne? Also machen wir das nicht. So, wir wollen mittelfristigen Erfolg. Der Kader ist stark genug. Balance zwischen bla. Ne, wir wollen Spektakel. Wir wollen Spektakel. 4-3-3 vorne angreifen. Und dann sind das Rückennummern. Die sind, glaube ich, auch erstmal realistisch. 32 Grifo weiß ich genau. Ja, das passt alles. Lassen wir erstmal so. Haben wir einen Zehner? Hat der SC Freiburg eigentlich einen Zehner? Wir haben keinen Zehner, sehe ich gerade. Die wichtigste Zahl im Weltfußball haben wir nicht. Kofi Kiri ist kein Zehner. Eggestein ist ein Achter, das stimmt. Röhl ist eher so ein Talent. Dann lassen wir. Das werden wir natürlich auch machen, ne? So ein bisschen rumklicken. Das werden wir natürlich auch mal so ein bisschen rumklicken mit Spielertransfers und so. Dann holen wir uns vielleicht einen geilen Zehner. Dann haben wir da noch eine schöne Rückennummer frei. Das ist schon mal die erste Frage, die ich nicht 100% beantworten kann, Timo. Was ist die höchste Spielerstärke? Wenn ich jetzt hier eine 9,0 sehe, oder hier Ginter mit einer 12, möchte ich fast sagen, nee, auf keinen Fall ist das die höchste Spielerstärke, weil ein Matthias Ginter ist nicht nah dran an der absoluten Weltklasse. Kann ich dir aber. Okay, wenn es auch sieht. Guck mal, nee, das ist ein gutes Beispiel. Ginter ist eine 12,1 und ihm fehlen drei goldene Sterne. Hier sehen wir auch diesen Kreis. Da fehlt noch einiges. Wo sind die Experten von euch, die We Are Football früher gespielt haben? Die könnten jetzt wahrscheinlich sofort sagen, das ist genau wie im ersten Teil 15 oder 20 vielleicht. Können wir gleich mal auf den Transfermarkt gucken oder andere Mannschaften anklicken. Guck mal bei Real Madrid mal, wie stark ist Toni Kroos, wie stark ist Vini Junior und so weiter. Dann sind wir näher dran an so einem vollen Kreis, dann wissen wir es vielleicht genau. Aber eine 13 wie früher bei Anstoß ist es an der Stelle, glaube ich, nicht. So, weiter geht's. So, Wochenstart. Was will mir das jetzt erstmal sagen? Es finden keine Spiele statt. Das ist schon mal okay. Gut zu wissen. Flügelmenüs. Das ist das hier, glaube ich, ne? Genau, da kann man sich selber Sachen zurechtlegen, so wie Tabelle. Das ist schon mal Komfort. Okay. Sonst auslaufen. Ne? Nächster Stufenfortschritt. So, hier. Ja, man kann sich sechs wichtige Dinge zurechtlegen. Ausfallzeiten. So, hier könnte man so Statistik machen. So, hier könnte man so Statistik machen. Tabelle. Nächstes Spiel. Nächste Spiele. Nächster Trainer. Immer was mit nächster. Komm, irgendwas mit nächster. Gibt es nicht mit nächster Gegner? Genau der nächste Gegner? Nee, gibt es nicht. Vorbereitet auf das? Keine Woche? Nee. Okay, aber dann ist irgendwie so ein Ausblick, so Tabelle. Nächste Spiele und Trainingsfortschritte. Sowas vielleicht. Und auf der anderen Seite machen wir was mit der Mannschaft. Machen wir. Ausfallzeiten, unzufriedene Spieler, bester Spieler. Irgendwie sowas. Ach, guck mal, da sehen wir. Oh, guck mal, Erling Braut Haaland ist mit 13,7 der beste Spieler. Da kann ich zuklicken? Jawohl. Oh, der hat kein. Oder ich glaube, das ist normal, dass der hier keinen Originalkörper hat. Das ist, glaube ich, normal. Wo ist die Stärke? Warte mal, das auch noch zu? Da, jetzt sehen wir es. Also, auch da. 13,7, aber der Balken, der Kreis ist nicht mal drei Viertel voll. Aber das ist ja mit einer der besten Fußballer der Welt aktuell. Das ist ein Weltstar. Boah, keine Ahnung. Ja, genau. Ich hätte jetzt auch vermutet, eine 20 klingt irgendwie sauber.
Aber, boah. Höchste Stärke in We Are Football, also Teil 1 war 15. Aber 15 ist ja. Okay, ist halt so. Ich meine, vielleicht ist das auch im Datensatz absichtlich, um Raum zum Entwickeln zu lassen. Kann alles sein. Werden wir vielleicht in den nächsten Stunden so ein bisschen was rausfinden. Aber eine 13 ist auf jeden Fall nicht das Wichtigste. So, Haaland weg. So, neue Hoffnung. Hier ist die Stimmung. Und hier ist nächstes oder erstes Spiel der Saison. Ist gegen Hoffenheim. Hier ist nichts. Was ist der Schwerpunkt meiner, also als Manager der Saison? Ja, machen wir Finanzen. Was ist der Trainingsschwerpunkt? Fitness. Das ist schon mal richtig. So, und ich glaube, jetzt klicke ich einen weiter und dann kommt nochmal so ein übliches Anstoßmenü, nenne ich es mal. Ich bin auch gespannt, wie viel Budget ich gleich habe. Ja, das mit diesen 7,8 klang komisch. Hier steht nämlich tatsächlich, hier sehen wir es noch, ne, hier linke Seite, 7,8 ist nach wie vor, das ist Ko also das Kontostand 87. Also ist das dieses Festgeldkonto vom Uli. Ja, und dann Vereinsbudget 8. Ich finde es sehr komisch gerade mit dem Geld. Das ist komisch. Und selbst wenn es nur Transferbudget für diese Periode jetzt wird, das ist auch viel zu wenig. Ja, hier, guck mal, Budget noch verfügbar. Es ist, ey. Kann das so sein? Und wenn ich jetzt einen guten Zehner verpflichten will, hat der eine Ablösesumme von 1 Million, weil das halt irgendwie alles runtergedampft ist? Okay, wir gucken weiter. Wir sind noch voller Energie. Was haben wir denn hier? Das ist die erste Mannschaft. Das passt soweit. Okay. Gespräch vereinbaren. Das hat man doch beim Fußballmanager mal gern gemacht. An dem muss ich erst den Spieler an. Och, das ist umständlich. Okay, machen wir aber. Lass mal zuerst mit Grifo reden. Ah, okay. Hier so mit. Okay, das ist wie im ersten Teil. Du hast deine Stunden, deinen Wochenplan. Du hast hier unten. Du hast 44 Stunden Arbeitszeit. Das ist für einen Fußballtrainer, glaube ich, wenig, oder? Das ist so eine normale Arbeitswoche, aber die. Bei Grifo stand 8 Millionen Gehalt. Kann ich den anklicken? Ja, guck mal, das ist unser Vincenzo. 9 Millionen Gehalt, Prämie und so weiter ist da. Ich glaube, das ist nicht so 100% realistisch, aber es ist jetzt, glaube ich, ja, wobei Freiburg spielt, ich glaube, Freiburg zahlt keinem Spieler nicht mal 4,5 Millionen, oder? Harry Kane hat 27, habe ich letztens gelesen. Dann ist bei Bayern wahrscheinlich der normale Schnitt 9 Millionen. Ja, mein Gott, da können wir uns jetzt dann aufhalten, dass das nicht so sauber ist. Ob das vom Datenpaket falsch ist oder vom Spiel. Ja, mein Gott, ist jetzt so. Aber gleich bei einem Transfer bin ich gespannt, ob ein guter europäisch mithaltender Zehner, ob der 5 Millionen kostet oder realistische 35. Da bin ich mal gespannt, weil dann kannst du dir die 7,3 auch an den Hut stecken. Da kann kein SC Freiburg irgendwas mit anfangen, um Europa nochmal anzugreifen. Aber okay, also wir wollen mit Grifo reden. Wir wollen natürlich auch mit Matthias Ginter reden als Kapitän. Und das machen wir mal als erstes. Mit dem reden wir als allererstes in unserer Amtszeit. Und dann Grifo, da haben wir zweimal geredet. Reicht erstmal. So, was haben wir denn sonst noch? Gehen wir mal nach Position. So, wir haben drei Torhüter, das passt. Freiburg spielt ja irgendwo so ein 4-3-3. Sehr flexibel und überhaupt, aber 4-3-3. Gehen wir also mal von 4-3-3 aus als unsere Taktik für den heutigen Abend. Zwei linke, zwei Rechtsverteidiger. Passt. Wir haben drei gute Innenverteidiger, dann haben wir zwei Talente. So, dann machen wir mal hier Max Rosenfelder. Wollen wir verleihen? Kann ich Laie anklicken? Nein, aber ich kann auf Transferliste setzen, klicken und dann kann ich sagen, ausleihen. So, dann wird das hier markiert. Okay, alles nachvollziehbar. Wir spielen bei 4-3-3 mit Sechser, Achter und dann eben einem Zehner. Also haben wir zwei Sechser, zwei Achter und einen Zehner und dann braucht man einen zweiten. Passt vom Kader. Dann haben wir zwei Linksaußen, zwei Rechtsaußen. Maxi Philipp ist wohl hier markiert als geliehen. Der ist nur geliehen von Wolfsburg. Genau, ist nur geliehen von Wolfsburg. Keine Option, alles okay. Und der kann ja bestimmt auch auf der 10 spielen. Wo kann ich das denn sehen, was der sonst noch kann? Hängende Spitze, ja, verschmitztes Lächeln, alles cool. Spieler verschieben, nee. Motivation, langer Vertrag. Der hat eine positive, lange Ver Was? Der ist da nur ein Jahr. Also ist wahrscheinlich der Vertrag bei Wolfsburg generell lange. Das gibt ihm ein positives Gefühl, ne? Scheinbar. Fachliche Qualität, das ist dann mein Problem. Genau. Und Verträglichkeit, guter Typ. Okay. Aber wo kann ich sonst noch sehen? So, das ist hier genau dieses Rollenspielmäßige mit dem Entwickeln auf Positionen und Fähigkeiten. Okay. Hier können wir boosten mit einem Aktionspunkt. Auch alles von früher Hauptposition. Alles gut. Aber ich habe jetzt.
Das gucken wir gleich. Wir gucken gleich beim Transfermarkt, sehen wir es vielleicht genauer, wenn ich hier einmal durch bin mit der Mannschaft, ob da irgendwo die 7,8 klar zu ersehen ist. Genau, das war ja beim Fußballmanager früher immer getrennt, dieses, du hast ein Gehaltsbudget und du hast ein Transferbudget, genau. Ja, einmal schauen, was hat diese 7,8 wirklich zu bedeuten? Aber ich würde jetzt gerne mal rausfinden, nicht persönlich, nicht die Saison, nicht die Karriere. Was spielt der für Position? Der kann, hier muss, oder steht dann noch, steht dann unter dem HS noch die zweite Position? Und der hat einfach keine. Wo ist denn der Grifo? Der ist doch ein flexibler Typ. Ja, tatsächlich, steht da drunter. Okay. Das heißt, Maxi Philipp spielt hängende Spitze und nichts anderes. Das ist schon mal nervig. Okay, ist halt so. Okay, wir haben bei 4-3-3 einen Kaltstürmer. Das haben wir hier auch. Ja, soweit ist der Kader okay besetzt. Wir müssen im Endeffekt nur noch einen Zehner kaufen. Dann kann ich jetzt auch nicht groß verkaufen. Wir verleihen vielleicht noch einen Innenverteidiger. Talent, ist alles okay. So, verliehene Spieler. Ist okay. Von mir aus Spielerbeziehungen. Ah, das ist wieder hier. Wer ist weh, mit wem zusammen und so. Okay, das ist auch so ein bisschen wie beim Fußballmanager. Teamhierarchie, Kabinen, Seismograf. Keine Finke-Fans. Ich wollte gerade sagen, ist das so Erinnerung an früher? Nein, wir heißen ja Volker Finke. Deswegen, hier hat sich noch kein Lager gebildet. Ist noch kein Problem. So, dann zweite Mannschaft. Lassen wir heute mal weg. Und okay, ne, ein paar Talente werden da sicherlich sein. U19, keiner verletzt. Und das sieht nach Scouting aus hier. Transfers und Scouting. So, jetzt wird es schon mal ein bisschen spannender. Spieler scouten und verpflichten. Ist das jetzt nicht einfach so ein Transfermarkt oder so? Ich habe was geklickt, errödelt. Was jetzt natürlich sieht so ein bisschen nicht nach einem sauberen Mauszeiger. Oh doch. Huh. Ich hätte jetzt schon fast damit gerechnet, das Spiel kackt ab bei dem großen Datensatz. Okay, das sind so ziemlich alle Spieler der Welt scheinbar. So, wir machen hier auf jeden Fall erstmal mindestens Gold. Filtern weiter. So, und dann ist das genau wie genau. Du hast hier so ungefähr Stärke 13. Du musst aber scouten, um die besser kennenzulernen. Leroy Sané ist scheinbar der. Ah, nee, okay, guck mal. Das ist nicht unrealistisch. Also, okay, es ist nicht komplett daneben. Musiala, Wirtz gehen Richtung 100, verstehe ich. Sané, okay, Harry Kane, das ist wahrscheinlich ein bisschen dem Alter auch geschuldet. In-game. Ja, ich würde jetzt auch, ich glaube, für den zahlt jetzt auch keiner mehr 100 Millionen, egal. Ja, ist okay, ist irgendwie nachvollziehbar. Aber jetzt wird es spannend, wie das mit unserem Geld aussieht. Hier irgendwo, hier steht nichts. Dann fragen wir einfach mal einen Top-10er an. Und wenn es dann beim Angebot bei 7,8 Millionen so hängen bleibt, dann, ja, dann wissen wir Bescheid, dass das irgendwie nicht so sauber ist. Dass das nicht so sauber ist. Wir wollen keine ganz alten Jungen. 2x25. Jetzt wird es schon deutlich weniger. Ach, es ist nur Bundesliga, glaube ich. Ja, hier steht es, nur Bundesliga. Ich will keine Einschränkung. Und auch vom Land nicht. So, jetzt wird es schon mal besser. Machen wir hier. So, machen wir so. So, jetzt wird's. Oh, Brahim Diaz. Ja, die Stammzuschauer wissen Bescheid von euch. Also, wo ist der Marktwert? Komm, machen wir den auch mal runter, wenigstens ein bisschen realistisch. Was bleibt dann noch übrig? Ui, Jasper Lindström, der Ex-Frankfurter. 12 Millionen. Soll man den mal anfangen? Ich frag den mal an. Warum nicht? Wo ist es? Wo kann ich sagen, hey, kaufen? Kann ich den jetzt nicht einfach anfragen oder was? Vertragsgespräche, da in der Vorgespräch. Mach auch Vorgespräch. Ja, ruf mal den mal an. Gucken, was dann passiert. Vorgespräche. Ob das irgendwas vorbereitet, ob das wichtig ist, unwichtig, gucken wir mal. Vollkommen richtig, genau. Heute erstmal nur reinspielen, Andreas. Mal gucken, wie fühlt sich das Spiel an, wie stabil läuft's, wie sinnvoll ist es und wie viel Bock macht's. Und dann entscheidet nicht nur ich, dann entscheidet auch ihr, live auf Twitch, auf Twitter, wo auch immer ihr mit mir verbunden seid, unter dem YouTube-Video, ob ihr auf dieses Projekt überhaupt Bock habt. Und wenn wir keinen Bock haben, dann halt nicht. Mein Gott, dann haben wir mal kurz reingespielt und dann wird das kein Stream-Projekt, aber vielleicht wird es ja doch eins. Mal schauen.
Und dann ist das heute erstmal so ein Kennenlernen mit dem Spiel. So, Lincoln klingt cool. Auch mal Vorgespräch. Ja, lass uns die Jungs erstmal kennenlernen. So, wie geht's? Was ist? Oh, Malik Tillmann. Der Deutsch-Amerikaner von der Paceway. Ja, warum nicht? Mit diesem Spieler können Sie das nicht verhandeln, da der bissige Edeltechniker im Moment ausgeliehen ist. Aha. Aber diese kleinen Wordings sind schon schön. Das war auch früher bei Anschluss immer diese kleine Verspieltheit. Bissiger Edeltechniker. Guck mal eine an. So, jetzt kommt einen nehme ich noch. Mal gucken, ob mir irgendeiner ins Auge fällt, den ich kenne. Der mir irgendwas sagt, der mir irgendwas gibt. Nicht so wirklich. Dann nehmen wir mal Marco Richter. Komm, warum nicht? So, also wir haben drei Vorgespräche für einen Transfer und dann wird es irgendwie Stück für Stück spannend mit diesen ominösen 7,8 Millionen Euro. Oh je. Also da habe ich schon Sorge, ehrlicherweise. Da habe ich echt schon Sorge. Aber okay. Was war hier? Das ist Reisen, Organisation. Der eigentliche Standard ist ja auch Trainingslager. Genau, Trainingslager hast du immer gerne organisiert. Boah, warte mal, kann man das so vorspulen? Jawohl. Wo fängt Hoffenheim an? Da ist Hoffenheim. Erstes Spiel ist 12.8. Okay, wie kann ich das Trainingslager jetzt komplett weit nach vorne legen? Ah, man kann hier so zur Seite schieben. Guck mal. Okay, da verstehe ich. Okay, das heißt, hier ist Hoffenheim. Dann machen wir Klick, Klick. Nochmal. Ja, machen wir hier 24. Trainingslager. Kann man das dann aufklicken oder was? Und da, was kann ich jetzt? Wie mache ich das jetzt für 2 Wochen? Was soll das? Ah, nee, nee, nee. Ich glaube, organisieren heißt dann, poppt jetzt gleich in meinem Wochenablauf, poppt dann also so ein Organisationsfenster auf mit, wann wir starten, wo wir hinfliegen, auf dem Mond. Natürlich. Machen wir das so. Das dürfte das dann sein. Dann setzen. Wir blocken uns quasi in unserem Microsoft Outlook eine Stunde zum konzentriert auf den Bildschirm gucken. So. Kurztrainingslager, das machen wir nicht. Auswärtsspiele lasse ich erstmal. Spiel vereinbaren, das ist auch wichtig, richtig. Aber auch hier, also irgendwie, also wenn das jetzt wirklich so läuft, finde ich es ein bisschen komisch. Also ich setz mich hin und ihr seht unten jetzt auch, also meine Stundenkontingent ist vorbei. Tatsächlich, okay. Danke fürs nochmal konkretisieren, dass das dann tatsächlich so läuft. Aber dann ist meine Woche ja jetzt schon voll. Ja, dann machen wir mal die Gespräche mit den Jungs, machen wir hier hin. Ja, damit wir was zu tun haben. Und hier am Anfang machen wir Telefonate mit den potenziellen neuen Zehnern. Ja, irgendwie ist das, also es wirkt umständlich, oder? Also, das war ja auch. Nee, also bei Anschluss war das auf keinen Fall so. Da hast du alles gemacht. Und dann poppte hin und wieder was auf, ne? Wie eine Verhandlung. Aber Transfer, Trainingslager war sofort gemacht. Eintrittspreise, klick, 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 fertig. Ja, okay. Guck mal, wie es sich anfühlt. Darum geht es ja heute letzten Endes. Also, wir machen fast schon Überstunden mit den 46. Oder wir machen tatsächlich Überstunden. Abteilungsleiter, Freiburg ist gut aufgestellt. Kennt man da irgendwelche Namen? Kein Jochen Seiler, glaube ich. Clemens Hartenbach gibt's. Da muss es aber auch einen Jochen Seiler geben. Das ist doch der sportliche Leiter, oder nicht? Aber ich glaube, der fehlt dann explizit, weil wir das ja quasi so ein bisschen mit sind. Ne? Aber hier den Clemens Hartenbach gibt's. Das scheinen auch echte Menschen hier zu sein. Naja, okay. Was haben wir hier? Stadion. Das ist auch Original Freiburg. Das ist hübsch. Erstmal nichts mit ausbauen. Ist erstmal alles da. Okay, da haben wir Finanzbudget. Es kann echt nicht sein, ne? 7,8 Millionen und dann Einnahmen. Oder hätte ich hier. Hätte ich hier was machen müssen? Kann ich hier? Eigene Kalkulation, wir geben 4 Mille aus. Ich meine, ja, wie gesagt, erste Mal We Are Football 2024 an der Stelle. Vielleicht spiele ich auch falsch. Das kann auch, aber. Transferbudget gar nicht? Hätte ich das verteilen müssen? Einnahmen, was weiß ich, was wir einnehmen? Ja, scheinbar 80 Mille. Ja, ist irgendwie komisch. Es fühlt sich irgendwie nicht richtig an. So, was haben wir hier? Ticketverkäufe. Warte. Tickets? Nee. Jetzt Tickets, genau. Originalsponsoren sind natürlich auch im Spiel durch das FM-Zockernet-Dingen. Alles cool. Aktueller Vertrag. Da steht kein Geld. Wir kriegen kein Geld vom Ausrüster scheinbar.
So, hier Namensrechte. Stadionsponsor, Schwarzwald, okay. Ärmelsponsor, ja, okay. Und Jobrat. Machen wir einen Besuch. Aber das kostet wieder Zeit, machen wir andermal. Aber dann sagen wir mal Hallo beim Sponsor, alles gut. Marketing ist hoffentlich hier bei Luc Gerstel original verteilt. Präsidium ist zufrieden, da gibt es noch nichts zu besprechen. Was ist das? Familie? Ne, Fans. Kurzmotto, Respekt. Ist das so? Ist das beim SC Freiburg? Respekt, okay. Vereinsmotto, die Breisgau-Brasilianer. Ich glaube, das passt echt zu Volker Finke, aber das ist doch kein offizieller. Wie heißt das denn? Haben die nicht auch so einen Slogan? Ist doch vollkommen egal. So, machen wir weiter. Jetzt kommen wir mal in die erste Woche. So, das ist die Wochenplanung. Was ist das jetzt? Kann ich jetzt. Sollte man? Ihr Co-Trainer schlägt ein Team-Event vor. Charity, Sporttreib. Achso, das ist jetzt von mir. Das ist jetzt nochmal meine Wochenplanung. Muss ich. Ach so, das kommt jetzt nochmal on top. Okay, das heißt, wir dürfen nicht mal diese 44 Stunden voll verplanen, weil dann vor dem Wochenablauf kommt nochmal sowas. Als Vorschlag. Okay, gut. Sponsor haben wir eigentlich alles. Das ist Wurst. Das können wir dann machen. Ja, hier Teambuilding immer wichtig. Und okay, aber erstmal für den Moment egal. Es war jahrelang Spitzname, Breisgau Brasilian. Das kenne ich auch, aber das sagen die aktuell nicht mehr. Das war so Volker Finke Zeit, oder? Mit schönem Kurzpassspiel. Da war Breisgau Brasilianer, aber jetzt aktuell? Nee, glaube ich nicht mehr. Und ich glaube auch nicht, dass die das jemals als offiziellen Slogan so auf T-Shirts. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, das war eher so ein Mediending oder so ein. Gab es damals Internet? Weiß ich gar nicht. So, was haben wir jetzt? Trainingsplanung. Wir trainieren in der Woche. Och du Scheiße. Aber die Trainingswochen waren immer der größte Krampf hier. Was ist das hier? Also wir machen. Ist das hier Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag? Okay, das ist eine Woche. Ausdauer. Intensität hoch, Ausdauer, jawohl, hau mal raus. Was ist das hier? Ah, okay, passt. Ausdauer. Ja, okay. Zwei Trainingseinheiten am Tag, verstehe ich auch. Ausdauer hoch. Dann machen wir hier einen runter. Schnelles Umschalt. Machen wir mal Sonntag, machen wir mal Pause. Machen wir mal Pause. Sonntag machen wir mal Ruhe. Oder? Trainingsgruppen kann man sich ein. Wir haben erstmal alle trainieren zusammen. Ausdauer. Das ist okay. Fitness, genau. So, machen wir mal so. Gucken, was passiert. Vielleicht kriegen wir dann so eine Übersicht. Geht hoch, geht runter. Wie wir das auch von den anderen Spielen kennen. Vielleicht auch nicht. Oh, du Scheiße. Spielphilosophie. Guck mal, da kann ich wenigstens was anklicken, womit ich arbeiten kann. Guck mal, was haben wir denn hier? Bus vors Tor. Spiel zerstören, direkte Pässe. Also im Endeffekt, ja, so ein bisschen Kloppo-Fußball, oder? Hohes Pressing und sofort nach vorne. Defensiv mit langen Bällen. Abgesichertes, ruhiges Aufbauspiel. Ballbesitz-Fußball. Kontrollierte Offensive, der Klassiker. Angriffsfußball mit kurzen Pässen. Direkter Angriffsfußball. Volle Attacke. Ich glaube, das klingt moderat und doch sehr freiburgisch. Das machen wir. Das, wie wir halt gerade so trainieren. Da werden wir Stück für Stück dann genauer werden auf das, was wir haben wollen. Fertige Wochen, das ist individuell. Ja, mein Gott, los geht's. Und jetzt haben wir endlich mal. Also, es fängt zumindest jetzt langsam an, in eine Woche zu gehen. Okay, das war das allererste Pünktchen. Direkt Montagmorgen Tickets festlegen. So, wir sind auf jeden Fall for the Fans. Machen wir so, da sind sie glücklich. Hier machen wir 90. Loge, da können wir die fetten Menschen mit dem viel zu vielen Geld bluten lassen. Machen wir so. Bei 300 Logen, das ist eigentlich egal. So, wieder was geschafft. So, und jetzt kommen die. Jetzt kommt das Zwischenmenschliche. Das ist mir so wichtig. Im Stream wie im Spiel. So wichtig. So, Lincoln. Kollege. Der Spieler weiß ihre Zeit sehr zu schätzen. Ich kann mir einen Wechsel vorstellen, meint er. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich unbedingt weg möchte. Ihr Interesse ehrt mich auf jeden Fall. Also das hören wir heute nicht zum ersten Mal. Natürlich ehrt das Interesse eines SC Freiburg. Und nu? Das scheint schon gewesen zu sein. Ich kann ihm jetzt nicht irgendwie scheinbar was erzählen, wie wichtig er ist und so weiter. Also ist das jetzt nur ein kurzes
Zeit investieren, um vorzukuscheln. Das hilft uns dann vielleicht später beim Transfer umsetzen, aber so viel mehr passiert hier gerade nicht. Tatsächlich, das war's. So, der Jasper ist sehr zurückhaltend, mir gefällt es gut. Hat keinen, ist ja auch gerade erst gewechselt, ergibt Sinn. Man sieht, glaube ich, hier oben auch, dass er tatsächlich glücklich ist. Da war bei Lincoln. Ja, genau, da war bei Lincoln das traurige Smiley-Gesicht. Der ist vielleicht nicht so glücklich bei Fenerbahce. Und Jasper? Jesper heißt er. Ich sage immer Jasper. Jetzt weiß ich, dass er Jesper heißt. Guck mal. Lindström, den kriegen wir wahrscheinlich nicht. Dann ist das, ja, vielleicht auch so ein bisschen Gefühl entwickeln, ob der Spieler überhaupt Bock hat. Wir können ihn jetzt anfragen, aber er hat ja mehr oder weniger gesagt, keine Inter 46 bei Interesse. Brauchen wir nicht. Okay, brauchen wir nicht. Ist das so. So, was sagt der Marco? Marco ist auch glücklich. Der Spieler ist sehr zurückhaltend. Ähnliche Aussage wie Lindström, aber hier zumindest ist eine 57. Jetzt habe ich ehrlicherweise beim Lincoln nicht aufgepasst. Was stand hier bei Lincoln? Eine 90 oder auch nur so eine 50? Naja, okay. Ja, dann würde ich jetzt wahrscheinlich eher bei Lincoln anrufen als bei den zwei Bundesliga-Erprobten. So, DFB-Pokal. Lassen wir mal durchlaufen. Heißt das? Es heißt DFB-Pokal. Okay, das kann man auch editieren scheinbar. Lassen wir mal durchlaufen. Man könnte jetzt wahrscheinlich hier oben skippen und komplett skippen. Aber es geht ja relativ schnell. Gucken wir mal, ob uns irgendein Spiel auffällt, wo es schon ein wenig kribbelt in der ersten DFB-Pokalrunde. TSG Neustrelitz, Nordost-Nord gegen Hamburger SV. Da müssen die Rothosen nicht weit reisen. Ach, wir sind schon gezogen worden. Guck mal. Wir gehen gegen den Blumenthaler SV aus der Bremenliga. Man möchte sagen, das ist sehr machbar. Und die glorreiche Fortuna fährt nach Mannheim. Okay, dann können wir es vielleicht doch mal jetzt hier beschleunigen. Ach, dann ist schneller. Schnelleres Vorspulen hier oben. Und hier wäre dann komplett geskippt worden. So, haben wir jetzt irgendwo. Oh, direkt ein Bundesliga-Duell. Guck mal. Das geht eigentlich gar nicht, oder? Gibt es nicht in der ersten Runde diese zwei Töpfe? Also ist das schon mal Realismusverlust? Glaube ich, so nicht möglich. Aber okay, dann haben wir schon Bundesliga-Duelle in der ersten DFB-Pokalrunde. Und ja, okay. Aber gut, wir können zufrieden sein. Da haben wir schon mal einen Sieg heute im Stream sicher. Blumenthaler SV. Wunderbar. So, wollen Sie sich die weitere. Ja, klar, immer anschauen, immer anschauen. So, weiter geht's. Dienstag. Ihr Spieler Michael Gregoritsch ist leider erkrankt, hat Unpässlichkeit. Also Flotten, also Abgang. So, ne? Also der Gregal ist krank. So, Transferanfrage. Interessiert sich für Ihren Spieler. Laurin Mack. Ich glaube, es ist unser dritter Torwart. So, der FSV Luckenwalde ruft an. Sofortiger Wechsel unter Marktwert. Aber einfach nur, damit wir auch hier so ins Transferieren kommen und das Spiel auch in diese Richtung kennenlernen, machen wir mal Termin. Hat für uns keine Prio. Also Samstag nach dem Aufstehen und Frühstücken. Okay, mega. So, Trainingslager auswählen. Also hier, der Schehaven hat komplett recht. Jetzt kommt durch den festgesetzten Termin in unserem Wochenablauf erst das Menü. Es ist konsequent, aber irgendwie ist es doch umständlich, oder? Das dann extra so einen Terminkalender zu machen. Das ist irgendwie nochmal ein paar Klicks mehr, als es sein muss. Aber nun gut. So, wir sind der SC Freiburg aus dem Südwesten der Republik. Dann ist Frankreich eine Option, Deutschland und so weiter. Also wir fliegen jetzt eher nicht nach. Italien ist auch nicht so weit weg. Die Ukraine ist, glaube ich, gerade nicht so cool. Spanien. Ja. Gibt es Frankreich? Frankreich wäre doch passend. Ah, tatsächlich hier. Saint-Florent hat Freizeitmöglichkeiten, die wir nicht brauchen. Trainingsbedingungen. Das ist doch cool. Das nehmen wir direkt mal. Das nehmen wir direkt mal. Komm. So, und dann. Und jetzt. Also ich nehme jetzt einfach mal stark an. Ich wähle jetzt aus. Machen wir mal hier so 13 Tage. Ist, glaube ich, nicht unüblich, oder? 11. So. Dass jetzt dann erst der Kalender kommt, oder? Achso, jetzt kann ich hier den Kalender gucken. So, wir haben ja gesagt, hier ist Hoffenheim. Ach, oh, der Pokal ist noch einen früher. Guck mal. Wir müssen also zum August fertig sein. Das heißt, wir machen unseren letzten Test am 28. Das heißt, wir fahren hier. 10. Okay, dann wissen wir das. 10.7. Oh, das geht schon bald los. Verdammt. Okay. Jugendspieler mitnehmen. Drei kann ich mitnehmen.
Oh, guck mal. Oh, wir brauchen gar keinen. Guck mal hier, wir brauchen eigentlich gar keinen Zehner verpflichten. Wir haben noch ein Megatalent. Das ist interessant. Aber das sind dann die drei. Achso, das sind die Haken hier rechts. Okay, gut. Also die drei würden wir mitnehmen. Und fertig. Ja, jetzt langsam gibt's. Ja, so ein bisschen. Ne, kommt Sinn rein. Okay. Also, letztes Freundschaftsspiel und vielleicht auch das einzige, weil hier so wenig Zeit ist, ist am 28. Machen wir so. Okay, auf geht's. Ja, gebucht. Fertig? Trainingslager gebucht. Ja, ist okay. So schnell geht's. Ist anzuklicken. Ah, die Dauer der Verhandlungstermine verlängern. Gucken wir gleich auch mal. Guter Hinweis. Das kann auf jeden Fall helfen. So, hier. Rabatt der Dauerkarten minimal runter. Hauptsache keiner ist wirklich traurig. So viel wie möglich. Lass das Stadion immer voll sein. Mir egal. Wie viel geht? Ja, komm, machen wir mal 30. So, 30. Ja, so, von mir aus. Und fertig. Gut. So, hallo Vincenzo. Jetzt können wir mit unseren bestehenden Spielern schon mal reden. Jetzt ist natürlich einiges noch irgendwie sinnlos, ne? Über Leistung, Situation. Wo ist der Vertrag? Bis 25. Also hat er noch länger Vertrag. Da müssen wir jetzt nicht schmusen. Komm, verlänger doch. Mal persönliche Situation. Links außen. Ist das einer unserer besten Spieler, also kann man das hier sagen. Bin mal gespannt. Ja, es war eine coole Idee. Oder es ist gut, Jugendspieler mitzunehmen. Vor allen Dingen sehr gezielt dann zu sagen, nicht einfach den ganzen Kader. So, drei Topspieler mitnehmen, das bringt den Jugendspielern hoffentlich auch was. So, jetzt gucken wir mal. Was sagt da Vincenzo? Sie haben Vincenzo Grifo versprochen, dass er auf seiner Position. Das war's. Jetzt kriege ich kein Feedback, ob der mich angelächelt hat, ob er den Kopf schüttelt. Das ist komisch. Das ist scheinbar so der Fall. Okay, dann ist das so. Freundschaftsspiel vereinbaren. So, jetzt kommt das, was ich sagte. Unser letztes Spiel vor der ersten Runde. Gehen wir mal nach Teamstärke. Warte mal. An ausgegrauten Tagen haben sie leider bereits andere Termine. Ach du Schande, die sagen mir jetzt schon. Die sagen, also okay, die schlagen klar das Datum vor. 28. da will ich. Muss ich jetzt hier nach dem 28. Den gibt's auch nicht. Das ist ein bisschen, das ist ein bisschen doof jetzt. Ich kann jetzt vom 7.7. ausgehend nur in den nächsten 3 Tagen etwas ansetzen. Das ist irgendwie umständlich. Das ist jetzt wieder umständlich. Aber na gut, dann müssen wir uns halt diese Aufgabe für die Woche setzen, wo wir eigentlich das letzte Spiel haben wollen. Ja, okay. Finde ich nicht so geil, was das hier mit der 7. Das ist mein Terminplaner. Okay, von mir aus. Ja, okay, das ist blöd. Aber dann lass mal gucken, ob wir in den nächsten Tagen Zeit haben. Wir haben den 7. Dann machen wir am 10. Machen wir am 10. Spiel. Ja, bevor wir abfliegen. So, dann gehen wir hier nach Datum. Wer bietet den 10. an? Das ist auch der letztmögliche Tag. Also hast du maximal 3 Tage Vorlauf. Das ist ein bisschen krampfig. SC Freiburg. Ja, jetzt müsste ich mich in Deutschland nochmal besser auskennen, um zu wissen, was ist denn hier bei uns in der Region. Berlin schon mal nicht. Eindling klingt so süddeutsch, oder? Viktoria Köln. Ja, Köln. Lichtenau. Großbadorf. Aber ich kann die anklicken, dann sehe ich das. Ach, guck mal, ja. Ja, das ist umständlich. Grabfeld Gallier. Das ist geil. Hohenweststadt ist ganz im Norden. Schott Mainz ist da in der Nähe. Komm, mach mal gegen Schott Mainz. Genau, Schott Mainz. Auf geht's. Und dann spielen wir zu Hause im Schwarzwaldstadion. Und dann haben wir ein Testspiel. Guck mal, Fußball wird gespielt. Dann haben wir auch die erste Animation und 3D-Szenen und so. Ja, das ist in der Tat ein bisschen umständlich gelöst worden, glaube ich. So, dann haben wir Matthias Ginter. Das ist auch lange Vertrag. Ja, klar, der ist zurückgekommen, der verlorene Sohn. Der lässt seine Karriere jetzt hier ausklingen. Klingt so ein bisschen nach Faulenzen, aber das ist, glaube ich, sein letztes großes Hurra. Das ist auch mit einem langen Vertrag sehr gut. Persönliche Situation, ich sage das Gleiche. Da tut sich irgendwie nichts. Okay, müssen wir mal gucken, wie sich das entwickelt. Ob dann mal so ein Ereignis aufpoppt und dann irgendwie sagt: Jo, sie haben ihn nicht angelogen, sie haben Vertrauen gewonnen, keine Ahnung. So, und jetzt sind wir bei der nächsten Transferanfrage. Oskar Wicklöw. Wo kann ich meinen Kader angucken? Ist der überhaupt in der ersten Mannschaft? Ist schon wieder Luckenwalde. Jetzt kann man so ein bisschen dran fühlen, ne? Dass der. Da.
Irgendwie, der Kader ist vielleicht nicht so voll bei den Kollegen. Die bieten deutlich weniger, aber wir können ja trotzdem mal miteinander zählen. Ja, wenn wir schon mal dabei sind, machen wir einen. So, und jetzt hier, wo du meintest, Vertrag verlängern. Oh, guck mal, Riesentipp hier. Ja, guck mal, da können wir sagen, lass mal richtig lange verhandeln. Und der hat hier ein bisschen Silber, mit dem, da wollen wir richtig lange verhandeln hier. Da lassen wir uns nicht abfrühstücken. Unter einer Mille. Okay, goldenes Steak. Ein Foto taucht auf dem ihr Spieler Ritz Doğan ein goldenes Steak verputzt. Das gibt natürlich in den sozialen Medien viel Spott. Okay. Finden wir nicht so gut. So, Matteo Pech ruft an. So, dann hat man jetzt gesehen, der Marktwert war höher, ne? Der Marktwert war ein bisschen höher. Na, dann gehen wir natürlich hier mal hoch. Und das muss vor allen Dingen hoch. Ne, machen wir so. Machen wir so. Weiterbeteiligung. Der Kollege ist 19. Ablöse für den Moment ist okay, aber wenn ihr den nochmal weiterverkauft, wenn der richtig geil durchstartet, der Laurin, dann wollen wir beteiligt werden. So, auf geht's. Verhandeln. Geht hier sofort der Kreis ein bisschen runter. Aber die Kollegen sind bis auf 20 schon mal hoch. Also ich glaube, die 25 können wir erpressen, oder? Ja, guck mal, da sind wir doch. Also, hier der Matteo ist nicht komplett traurig. Alles ist eingegangen. Mit diesem Vertrag wäre ich einverstanden, steht hier unter meiner Hackfresse. Also von daher, auf geht's. Handschlag, ersten Transfer getätigt. Und das ist so ein bisschen wie bei Anstoß früher, ne? Mit Verhandeln und dann ändert sich das schöne süße Bildchen. Ist ja hier nicht ganz so charmant gelöst, aber auch klar verständlich. Damit kann ich arbeiten. Ja, also das passt doch. Und dann hätte man hier scheinbar nochmal so einen Aktionspunkt einsetzen können, von dem wir hier vier haben. Und dann hätte man vielleicht noch mal mehr erzielen können oder was. Aber von daher, Haken dran. Erste Verpflichtung. Oder vielmehr erstes Abstoßen geschafft. So, guck mal hier. Der Kollege ist. Jetzt bieten die sogar mehr. Oder habe ich das gerade eben falsch gelesen? Hatten die schon mehr geboten? Ist auch vollkommen egal. Habe ich vielleicht nicht richtig gelesen. Aber sie bieten schon mal mehr wie Marktwert. Das ist schon mal ganz cool. Wir machen auch hier wieder den Spaß, wenn wir schon mal dabei sind. Und jetzt, ach genau, hier Verhandlungspunkte. Das ist das, was der Timo eben gerade gesagt hat. Du setzt die Verhandlung auf deutlich länger an, hast mehr Verhandlungsrunden, also hast du logischerweise hier auch mehr Verhandlungspunkte. Und hier unten die Runden, die du mehr hast. Also das ist okay, auch nachvollziehbar. Dann gucken wir mal. So, hier ist schon wieder, ist genau wie eben, so ein knappe 33% weggeknabbert. Schon auf 15% hoch. Nochmal 20. Letztes Klicken und wieder geschafft. Also kriegst du ein bisschen Gefühl, ne? Du hast irgendwie so drei Chancen auf Verhandeln hast du. Das kann natürlich hier beim Ruf als Verhandler irgendwie sich auch ändern oder ne, wie frech du gerade bist. Aber gut, letzten Endes haben wir alles wieder durchbekommen. Also auch in diesem Fall einverstanden. Schön den FSV Luckenwalde stärken. Na, hoffen wir mal. Das werden wir hier in unserem Probespielen am Ende nicht kennenlernen. Aber wenn die beiden steil gehen, gibt es schöne Weiterbeteiligung. So, Nicolas Höfler wird angeblich beobachtet. Chico Höfler von Tottenham beobachtet. Naja, okay. Dann ist das so. So, was haben wir hier? Champions League, zweite Vorrunde, also hier Playoffs und der ganze Kram. Eindeutige Nummer. Zwischen Buduknost und Trepenne. Ja gut, San Marino, seien wir ehrlich, hat es nicht ganz so leicht, in die Champions League zu kommen. So, was haben wir hier? Herzlichen Glückwunsch, neuer Rekord. Ach ja, klar, das war, glaube ich, beim ersten Teil auch schon so, dass du am Anfang in der ersten Saison deiner Karriere super viele Rekorde geschaffen hast, weil du halt irgendwie keine Basis hast. Also der erste Transfer oder der höhere von den beiden ersten Transfers jetzt, natürlich Rekordtransfer. So, was haben wir hier? Aktuelle Aufgabe Präsidium. Das Management stellt Ihnen eine Aufgabe, für die Sie bis Ende der Saison Zeit haben. Schießen Sie in dieser Saison in der Liga 10-mal mindestens 3 Tore. Das ist, glaube ich, neu. Da erinnere ich mich jetzt nicht dran, so bei We Are Football 1. Ist auch cool. Also, ja, ob das so realistisch ist, ob ein Präsidium sich hinsetzt. Hallo, Herr Streich. Bitte. Dreimal, so, keine Ahnung. Aber es ist so Videospielemäßig Achievements oder Challenges von mir aus. Wenn Sie das schaffen, erhalten Sie 20% mehr Gehalt. Das ist mir persönlich egal.
Das ist halt so. Kann ich hier was. Ne, es ist halt einfach eine Aufgabe. Okay, die Aufgabe ist jetzt einfach da. Schwierigkeitsgrad Mittel. Ist scheinbar auch nicht zu bestimmen. Dann nehmen wir das halt mal so hin. So, laufende Verhandlungen. So, das ist dieses Tottenham-Dingen. Marktwert 1,9 Millionen. Ist jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen zu niedrig für einen Stammspieler von einem Europapokal-Teilnehmer aus der Fußball-Bundesliga, aber nun gut. Gucken wir mal, wie sich das hier weiter ausgibt. Chico Höfler. Dann müssten wir natürlich auch wieder aktiv werden und Ersatz holen. Es fühlt sich nicht sauber an, Freunde. Ganz ehrlich, guckt euch mal an. 1,9 Millionen für einen Zehner. Das, also irgendwie, ich glaube, die Ablösesummen sind immer noch verzockt und immer noch komisch. Aber nun gut. Was haben wir hier? Transfers und Verhandlungen. Kann man da schon sehen, auch auf was bezahlt wird? Geraldo Becker ist 11 Millionen wert hier. Das ist okay. Oder sagen wir mal, es ist 11 Millionen ist hier unten leider verdeckt durch mich. 11 Millionen wert. Und scheinbar hat der FC Bayern München 11,5 bezahlt. Okay. Soweit erstmal Haken dran. Ist jetzt, glaube ich, nicht unrealistisch. Alex Kral für 5. Ja. Christoph Kramer ist auch schon was älter. 2,8. Letztes Auslandsabenteuer von mir aus. Ja, so 100% rund finde ich es nicht. So, Teamfortschritt. Wir haben alle irgendwo getrainiert. Wir haben Teamgeist nach oben. Okay, Frische ist natürlich runter, Kondition hoch. Das war klar bei dem Trainingsanspruch und so. Angriffsfußball, alles cool. Gegen, ja, alles da. Okay. So, jetzt mal hier. Ihr Co-Trainer Lars Vossler hat herausgefunden, dass ihr Spieler Yannick Keitel bereits 15% bei Kopfball hat. Stellen Sie... Was ist das hier? Was ist das mit dem 1-2? Nachfolgende. Ach so, okay. Wir fokussieren uns gerade mit ihm auf Aufbauspiel. Das ist für einen Sechser oder Achter hier nicht verkehrt, okay? Und damit man nicht sofort wieder reinklicken muss, kann man dann sagen, das nachfolgende Ziel wäre das hier. Was ist das? Ausdauer ist für eine 6 gut. Und Stellungsspiel. Ja, können wir so machen. Okay, auch nicht verkehrt, auch gut. So. Und vielleicht interessiert uns Yannick Keitel dann auch, weil Schachtar Donetsk hat Interesse. So, jetzt achten wir mal drauf. Marktwert 2,8, Ablöse 2,4. Also müsste gleich auch 2,4 dann im System stehen. So, machen wir mal hier. Trainingslager. Ja, scheiße, Leo. Ich muss doch trainieren. Machen wir das mal hier am Abend. So, wenn die Spieler an der Playstation hängen, machen wir Telefon mit Dynamo, mit Shakhtar Donetsk. Okay, machen wir so. So, Stück für Stück. Und das war unsere erste Woche. Okay, so läuft es. Okay. Schwerpunkt. Also mein persönlicher. Kader verbessern. Wir wollen bei Lincoln anrufen. Und wir bleiben hier weiter bei Fitness, weil jetzt beginnt das Trainingslager. Okay. So, wollen Sie den Spieler besonders fördern? Kofi Kiere ist, glaube ich, ein entwicklungsfähiger junger Spieler. Dann hier mit Experience. Ich mache das auch mal mit dem Experience Points hier, mit dem Aktionspunkt. Mal gucken, was passiert. Dieser Spieler hält einen Bonus von 10% beim Erreichen des Trainingsziels verfallen. Ja, mach mal. Das ist so minimal gestiegen hier am Balken. Ob das jetzt wirklich den Aktionspunkt wert war, ich wage das mal zu bezweifeln. Ah, Frauenarzt. Schönen guten Abend. Du bist auch schon dabei. Okay, also ne, dieses Feedback von wegen macht Spaß und so, das hatte ich im Vorfeld jetzt auch sehr häufig gelesen. Ist, glaube ich, 90% positiv auf Steam. Das sind alles so gute Indikatoren schon mal, dass das hier kein schlechter Fußballmanager ist. Auch wenn ich jetzt so ein bisschen unke hier mit der Ablösesumme, aber das ist schon mal schön zu lesen, wenn viele Leute spielen und positives Feedback geben. Von daher gut, dass du das auch mal reingeworfen hast. In der Landesliga, ja, mein Jugendverein spielt gerade, glaube ich, Kreisliga und ist deswegen selbst in diesem super tiefen Datapack von FM Zockernet nicht dabei. Aber das war auch so mein erster Gedanke. Sofort gescrollt, ist mein Jugendverein dabei. Ist er leider nicht mehr. Die haben mal mit mir zusammen auch Landesliga gespielt. Da waren wir mal deutlich geiler unterwegs. Aber das ist dann umso beeindruckender, dass es trotzdem so tief runtergeht beim FM Zockernet. Und wenn ne, dann irgendjemand früher Kreisliga gespielt hat, kann er immer noch einen komplett neuen Verein erstellen. So, was haben wir denn hier sonst noch? Also wir spielen gegen Schott Mainz. 5000 Zuschauer kommen. Einfach ein bisschen kicken und ein bisschen Animation sehen. Fitness bleibt alles. Weiter geht's. So, hier, das Menü war ja erstmal, geht so,
Nächster Stufenfortschritt bei Grifo von mir aus. Teamgeist. Aha. Was wollte ich jetzt machen? Wir wollten Spieler verpflichten. Also hier erstmal Kader. Zweite Mannschaft egal. Jugend. Medizin. Hat Probleme. Das ist ein Jugendspieler, ist mir egal. Transfers. Organisation. Brauchen wir alles nicht mehr. Oh, das hätten wir alles delegieren können, sehe ich hier gerade. Auch cool. Ha, wo war das denn jetzt? Transfers hier mit Geld, ne? Der Sponsor. Bin ich denn bekloppt? Hä, wo war denn Transfers? Bin ich doof? Ich hoffe, das lerne ich auch noch irgendwie auswendig. Hä, wo habe ich denn eben auf Transfers geklickt? Bin ich bekloppt? Spieler verpflichten. Oder hier irgendwo? Teamhierarchie? Hä, bin ich denn doof? Na, man merkt gar nicht, dass ich das jetzt zum ersten Mal spiele. Transfers, da ist es. Das sind Transfers, das ist nicht das, was ich suche. Ah, nee, genau, dann war das hier bei Spieler verpflichten. So war das so schön umständlich. Und dann hätte ich scouten müssen und so. Okay. Wo war der Lincoln jetzt? Das ist ja immer noch genau, da haben sie die Auswahl gelassen. Das ist schon mal ganz dankbar. Wo ist Lincoln jetzt? Brasilianer bei Fenerbahce. Wo bist du? Alter, willst du mich verarschen? Da ist er. Okay. So, Vorgespräch war da. Dann können wir jetzt sagen, Vertragsgespräch. Ja, das ist natürlich super. Ja, okay. Dann hat mir das jetzt alle. Dann war das einfach nur Zeitverschwendung. Das ist schlecht. Dann fragen wir andere Leute an. Ich gehe mal hier nach Nationalität. Komm, machen wir mal Nationalität. Machen wir mal Deutsche. Wegen Sprache und so. Das kann ja nicht schlecht sein. Wer ist dann noch da? Marco Richter. Der FSV Mainz 05 will Marco Richter eigentlich nicht abgeben. Bei einem entsprechenden Angebot wäre man lediglich zu einem Verkauf bereit. Ist okay. Machen wir. Auch das hier abends. Kann ich nicht. Kann ich nicht sagen, ich will später. Ah doch, hier geht's. Da geht's, guck mal. So, also Marco Richter wird angerufen oder Mainz wird angerufen, mir egal. Marvin Melem von Darmstadt. Darmstadt will eigentlich nicht abgeben. Auch wieder nur Verkauf. Okay. So, das sind jetzt alles nicht das sind nicht so die Kaliber, die ich mir vorgestellt habe, aber das wird witzig zu sehen sein, gleich mit dem Angebot. Und ich werde dann mal zweistellig bieten und wenn das Spiel dann sagt, nein, du hast nur 7,8 Millionen, dann schon mal nicht so geil, aber okay. Das war das mit dem Transfer. Jetzt spielen wir virtuellen Fußball und Training. Das Trainingsmenü kam noch, ne, genau. Was ist das hier? Assistenten. Ach, guck mal, da müssen wir auch einmal sauber durch. Hier macht der Assistenz alles. Diese ganzen Sponsorendinger machen wir selber, natürlich. Gebäude mit Platzpflege macht der Assistent. Fanclubs von mir aus auch. Unterkunft, ja. Und Saisoneröffnung auch. Was der aber nicht macht, ist die Aufstellung, ist die Bank, Aufgaben, Taktik, Team, auswechseln. Trainingsgruppen von mir aus noch und Trainingsgruppen wöchentlich zurücksetzt. Ja, das kann er machen. Okay, das ist schon mal nicht verkehrt, dass ich da aus Versehen hingeklickt habe. Hier oben bei Automatisieren. Gut, dann gibt es was das hier. Statistikzentrale. Dann haben wir hier, was ist das mit dem Suchen? Einfach nur, was heißt Konter? Findet nichts. Soll das Spieler sein? Er findet Brahim. Okay, das ist scheinbar die Datenbank durchgehen. Okay, von mir aus. Was ist das hier? Achievements. Ah, guck mal, Achievements. Ja, auch schön, auch Videospiel. Und dann hier nochmal Optionsmenü, weil das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig, bevor wir jetzt gegen Shot Mainz spielen, dass wir hier eingeben, wie wir das Spiel sehen wollen. Das muss man, glaube ich, auch immer in so einem Menü einfach einstellen, ne? Budget. Nur, ah, guck mal. Das hätten wir wahrscheinlich vor der Saison einstellen müssen, was ihr ja auch gefragt habt, dass man getrennte Budgets hat. Es ist halt die Frage, ne? Ist das realistischer, wenn man zwei Budgets hat? Weil eigentlich kann es einem Verein und einem Schatzmeister ja egal sein. Also du hast ein Batzen Geld und es ist ja egal, wie du ihn ausgibst. Also ich hätte jetzt ein Budget gelassen, ehrlicherweise. Auch wenn ich, also ich glaube, bei Anstoß war es auch nur ein Budget. Beim Fußballmanager waren es zwei Budgets. Gehälter jährlich ist richtig, Notensystem ist richtig. Tooltips verzögert, Autosave, jede, wo ihr wollt. Reihenfolge Bilder, offiziell hat Priorität, jawohl. Tooltips verzögert, das ist Sprachausgabe, okay. Text, ah, da sind wir wieder, guck mal.
Textgeschwindigkeit machen wir mal mittel. Halbzeitansprache. Ach, guck mal hier. Auch witzig. Okay, automatisch über Trainingserfolge informieren. Richtig. Bildschirm in Woche, das können wir lassen. Maximale Spielersuche. Pro Frame mit Entlassung. Zeitungsmeldung, alles gut. Zeit pro Spieler. Also Hot Seat haben wir nicht. So, Grafik Sound. Dark Mode ist okay. Das ist alles randlos. Ja, ja, alles da. Maximal. Ich habe einen guten PC. Machen wir hier schön. Alles gut. Fans, alles da. Ja, der speichert ja jede Woche. Okay, das war jetzt nicht. Und dann kommt das vielleicht gleich nochmal, wenn ich jetzt gegen Mainz halt spiele. Und dann fragt er mich, wie willst du es darstellen? Guck mal uns das mal an. Südhesse, schönen guten Abend. Schön, dass du auch noch herfindest. Andreas, Ersteindruck ist komplett, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also es könnte von mir aus auch We Are Football 1 sein oder auch nicht. Ich kann es nicht vergleichen und ich habe auch noch überhaupt kein Gefühl. Jetzt müssen wir auch langsam, wir sind schon eine Stunde im Stream und ich habe gefühlt noch nichts gemacht, außer mit Vincenzo Grifo und Matthias Ginter geredet. Also von daher machen wir mal weiter. So, Sport treiben, hat er recht, machen wir. Wir sind ja im Trainingslager, aber während alle ausschlafen, machen wir hier Sport im Trainingslager. Sichtungstag. Wir sind im Trainingslager und ich soll mit der Jugend... Ich soll die... Ne, machen wir nicht. Machen wir, wenn wir wieder zu Hause sind. Und sonst haben wir nichts zu tun. Wir sind trotzdem hier unten gut ausgelastet. Okay, dann weiter geht's. So, wir spielen gegen Mainz. Was heißt das? Wahrscheinlich Trainingslager vor dem Spiel. So, dieses Kurztrainingslager machen wir natürlich für so ein Schimmelspiel nicht. Und dann geht's hier wieder. Vollgas. Genau. Auf Fitness. Ja. Hier machen wir mal nicht Vollgas. So, gucken wir mal. Hier, ja. Ach, noch null Gefühl, ne? Was ist gut, was ist wichtig? Da wird dir irgendjemand im Internet dann sagen, hier ist die perfekte Trainingsgruppe, wenn du auf Konter spielen willst und wenn du schimmelig bist, lädst du dir das hier rein irgendwo und dann musst du dich nicht mehr darum kümmern. Aber das ist genau diese Frage, ne? Mit dem Ersteindruck. Ich habe noch überhaupt kein Gefühl, wo ist mein Einfluss, was ist guter Einfluss, was ist realistisch, was fühlt sich gut an, was gibt dir gutes Feedback, was lässt dich gewinnen. Das ist irgendwie alles noch komplett, ich verstehe hier noch gar nichts. Interesse an Felix Allgeier. Das ist, glaube ich, einer unserer Jugendspieler. Ist das nicht der mit den Adduktorenproblemen? Die SG Barockstadt Fulda hat von mir aus bereits angerufen. So, jetzt haben wir das, was ich sagte. 4-3-3, das ist schon mal richtig. Und das ist auch schon mal so die Stammaufstellung, die bei Freiburg vorherrscht. Hier ist das Einzige, genau. Der Maxi spielt unsere 8. Und dann haben wir das mit 6, 8 und 10. Das passt. Und da, genau, das war bei We Are Football auch schon so der Fall. Nicht, dass ich das irgendwie groß begriffen hätte, aber dieses minimale Verschieben, obwohl sich die Hauptposition nicht verändert, war schon vorher so. Du kannst ihn auf die 10 setzen, aber so ein bisschen seitlich verschobene 10 ist immer noch okay scheinbar für seine Hauptposition, aber es ist immer noch besser, ihn zentraler zu stellen. Guck mal hier, also 9,9. Wir machen, guck mal hier. Ja, Kollege will auch zentral spielen, Einfluss haben. Machen wir. Ja, ist im Endeffekt vom System her, ne? Du hast eine flache 4 hinten, logisch. Und dann hast du hinten das Ballungszentrum. Und dann über die Außen verteilen. Die beiden lassen sich ja dann auch manchmal fallen. Könnte man ja auch so machen. So, guck mal. So, hier früh Einfluss nehmen. Und der Kollege, der Gregal, vorne rein. Kann man auch so aufziehen, das Spiel. Also, das ist ja eh alles beweglich. Die Bank besetzen, hieß es ja als automatisch. Okay, da sehen wir es. Bankplatz 1 bis 9. Jetzt, ich bin auch so ein Monk-Typ. Das habe ich ja letztens bei PES 5 auch schon mal gefragt. Seid ihr auch so Monks, dass bei euch alles sauber eingestellt sein muss? Mit, ne, von Position einmal durchziehen, also offensiv mit defensiv. Und dann habe ich ehrlicherweise auch einen viel besseren Überblick, wer hier noch auf die Bank muss. Also auf jeden Fall brauchen wir keine zwei Innenverteidiger. Das ist schon mal das. So, da haben wir das. So, der Makengo. So, dann haben wir einen Innenverteidiger. Wir haben beide Außen. Wir haben eine 6, eine 8. Und dann noch Offensivspieler. Ja, damit kann ich doch arbeiten. Wobei ich sagen muss, Maximilian Philipp, auch wenn das ein sehr guter Spieler im Kader ist, der hilft uns eigentlich gar nichts, weil der nur hängende Spitze spielt. Also müssten wir quasi so aufgehen. So.
Dann, was ist denn mit Taktik? Taktischer Stand Gegner, gegnerischer. Nee. Co-Trainer. Nee, was ist das hier? Ist nix. Was ist das hier? Ah, Aufstellung ändern, okay. Was? Oh. Ah, okay. Mit Gegner, ohne Gegner. Mit Gegner, ohne Gegner. Okay. Gegner interessiert nicht. Wir spielen unseren Fußball. Ich hoffe jetzt mal, dass im nächsten Menü die. Ich glaube, im nächsten Menü kommt die Taktik. Ah, das ist ein sehr schöner Hinweis vom Frauenarzt. Diese Charaktertypen, das ist das hier. Diese. Das ist, im Endeffekt, das ist echte Psychologielehre, glaube ich. So, das ist so. Du bist der rote Typ, du bist so der Impulsive, du bist der grüne Typ, so analytisch, positiv. Du bist der blaue Typ, eher zurückhaltend, also irgendwie so. Ah, da steht's auch. Guck mal. Analytiker, Anführer, also ich kenne Rot so unter impulsiv, aber okay, so ähnlich geht. Künstler. Analytiker, Künstler, Teamspieler. So, und jetzt der Hinweis vom Frauenarzt vollkommen richtig, dass man in der Startaufstellung oder generell, glaube ich, auch im Kader alles mal vertreten hat. Also da sind wir ja eigentlich relativ breit. Okay, sehr viele Anführer. Aber jetzt. Ah, da gibt es vielleicht auch noch einen Unterschied mit so dunkelrot und hellrot. Aber okay, wir haben zumindest jede Farbe einmal vertreten, auch wenn sich das, glaube ich, ein bisschen weniger rot besser ausgeben würde. Aber. Also danach stelle ich oder ändere ich jetzt zumindest nicht die Aufstellung komplett. Machen wir weiter. Und dann kommt das erhoffte, genau. Taktikmenü. Angriffsfußball haben wir in der Trainingswoche schon definiert. Spielerfähigkeiten passend zur Spielphilosophie. Das sieht sehr gut aus. Das passt. Ausrichtung ist äußerst offensiv. Extrem ist vielleicht ein bisschen zu frech. Fouls hier unten. Wir sind faire Sportsleute. Nee. Wo ist das? Ach, das ist ganz oben. Das ist so Nonnenhockey von Anstoß. Machen wir das mal. Wir vermeiden Fouls vor dem Strafraum. Wer weiß, ob der TSV Schott Mainz einen Mini-Beckham im Kader hat. Dann, ja, wir sind. Das ist schwierig, wie wir am besten ausgerichtet sein sollen mit der Taktik. Klar, 4-3-3 ist eher flügellastig, aber wir haben ja auch so einen fetten Kern im Mittelfeld. Deswegen würde ich das jetzt hier mal so hinschieben auf. Ja, wir sollen schwer ausrechenbar sein. Machen wir es mal so. So, Pressing, kann ich das hier verteilen? Nee, ach, das ist nur Trainingszustand. Machen wir zielgerichtet. Gegenpressing. Variabel. Tag und Nacht. Also, ach so, klar. Also jederzeit. Ja, wir haben es noch nicht so gut aus. Machen wir variabel, aber umso höher das geht, würde ich auch den Regler ein bisschen nach oben schieben. Flanken eher. Ja, wir haben Gregoritsch vorne drin. Der ist jetzt nicht klein. Mach mal auch Mittel. Ich bin echt so ein unentschiedener Typ, ne? Alles hier am besten in die Mitte. Keinem wehtun, aber auch nichts erzwingen oder so. Was haben wir hier? Besondere Ecken. Machen wir mal, dass das überhaupt angestellt ist. So, Konter. Ah, okay. Dann auch wieder, wie gut das hier drin. Ja, wir haben halt noch keine Ausprägung irgendwo. Machen wir es einfach mal an, dass es an ist, aber egal. So, Spielunterbrechung provozieren. Das ist witzig. Das ist so Anstoßgeschmäckle. Das ist witzig. Nein, brauchen wir keine Spielunterbrechung. Starke Phase des Gegners. Das ist geil. Fehlt nur noch Doping. Vielleicht gibt es das ja auch irgendwo in der Tiefe dieses Spieles. Doping anklicken. Platz in der Halbzeit nicht reparieren. Das hilft dem. Ja, das ist ein witziger Kasten hier. Der sieht auch hier mit diesem Icon hier. Ach, das ist leider überblendet. Warte mal. Kann ich das so wegmachen, dass ihr das wenigstens einmal sehen könnt? Warte mal. Bin ich jetzt weg? Ich glaube, ich bin jetzt kurz ausgeblendet, ne, damit ihr das hier auch mal sehen könnt. Diese fragwürdigen Mittel mit dem kleinen Icon hier unten. Platz vor dem Spiel wässern. Was kommt dann? Kontrollierte Steilpässe werden schwieriger. Ah, okay, witzig. Okay. So, ich hoffe, ihr konntet das jetzt eingeblendet sehen. Aber ja, das ist witzig. Das hat so Anschlussgeschmäckle. Und das kann so schlecht nicht sein. So, dann haben wir, glaube ich, alles, oder? Um einfach ein bisschen zu klicken. Jetzt kann ich hier noch nicht sagen, wie wir das Spiel sehen wollen. Kommt das jetzt noch? So, was ist das jetzt? Das ist jetzt. So stehen die Mannschaften. Hier ist die Bank, offene Rechnung. Nee, irgendwie nicht. Teams für nee. Bester Spieler. Rafael Asibe-Mensah. Ja, okay. Okay. Ja, ist jetzt so. Ist erstmal so, das ist so ein Spielberichtsbogen quasi.
Boah, ey, das ist jetzt aber nervig, oder? Dass du so stundenlang durch. Ich meine, gut, irgendwann wird es eingestellt sein und du machst Klick, Klick, Klick und bist durch, aber. Pff, boah, lass mich da einfach Video spielen. Mein Gott, nein. Zielspieler ist. Ach so, für. Sonderbewachung, Zielspieler. Ja, machen wir das mal. Machen wir mal. Chico Höfler entnervt. Ah, ne, linke Außenbahn ist unser Rechtsverteidiger. Also, Sedilia entnervt den Kollegen. Schwachpunkt attackieren. Wer ist denn schwach hier? Lars Hermann, ja, Innenverteidiger, immer früh anlaufen. Wir gehen konzentriert an, mache ich. So, nur einmal im Halbjahr. Ah, okay, Spieler hervorheben, hier so eine Sonderansprache brauchen wir jetzt natürlich nicht. Hier Standard, Ansprache. Ja, machen wir das mit den Freunden. Ja, Fokus, okay. Friends and Family, wenn wir gewinnen, bekommt ihr. Nein. Nein. Co-Trainer, nee. Wichtiger We dürfen wir noch nicht sagen. Wir haben noch keinen Angriff einstudiert. Oh, das ist interessant. Ah, guck mal. Hui. Das ist witzig. Aber klicken wir jetzt natürlich hier nicht durch. So, was haben wir hier? Jetzt geht's los. Okay, ich hab den. Ah! Herzlich willkommen bei den 3D-Szenen. Das lassen wir mal das ganze Spiel durchlaufen. Das gucke ich mir jetzt mal an. Da bin ich mal gespannt, wie sich das anfühlt. Da ist rechts unten eine Freiburg-Flagge gewesen. Wie gesagt, es ist nicht möglich, ein ganzes Spiel zu simulieren, wie beim Fußballmanager zum Beispiel. Aber man hat so kleine Highlights. So sieht jetzt, sieht jetzt natürlich nicht aus wie ein PS3 oder 4 oder gar 5 Spiel, aber das ist jetzt so schimmelig ist es ja gar nicht. Hier unten können wir natürlich dann sagen, hier mach mal kurze Szenen und so. Aber nein, 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 mach lange Szenen. Wollen wir mal angucken. Tempo schnell, Spielgeschwindigkeit okay, Anzeigendauer ist erstmal okay. Lassen wir mal so laufen. Oben links tickert die Uhr. Alles okay. Ich kann auch reinrufen. Okay, gucke ich gleich mal, wo ich was anklicken kann. Hier erstmal. Schön! Oberkante der Latte. Aber war ein schöne Halbfeldflanke. Wo kann ich reinrufen? Auswechseln, Taktik. Das hier Anweisung. Ne, jetzt erstmal nächster Angriff. Oh, schön. Schöner Querpass. Geiles Ding. Schöner Querpass von Gregoritsch. Vincenzo Grifo. Und bei solchen Dingen, und ich glaube, das war auch bei We Are Football 1 in den früheren Versionen, nicht so sauber, dass die Spieler in den Textbeschreibungen immer an der falschen Stelle waren und das irgendwie keinen Sinn ergeben hat. Und das sind auch so Sachen, wo ich jetzt hier drauf achten würde. Und jetzt haben wir gerade hier den Rafael Arabi Mensah da gesehen. Der war ja bester Spieler als Linksaußen und hat gerade die Flanke von links außen geschlagen. Grifo gerade von links außen reingerannt zum 1-0. Also das war bis hierhin irgendwie realistisch. So, jetzt haben wir Halbzeit. Dann kann man doch immer irgendwie gezielt Leute ansprechen, oder? Machen wir hier Grifo. Und jetzt kann ich nicht was sagen. Kann ich den ansprechen? Hier irgendwo? Ne, anscheinend nicht. Ein schwaches Spiel, das nur. Ja. Was ist das hier? Kann ich nichts machen? Ja, ich finde die 3D-Szenen sehen voll okay aus. Also, ne, kleines Studio und es ist halt nicht der Hauptaugenmerk, aber dafür sind die doch voll okay. Ich meine, beim Fußballmanager sehen die halt auch schimmelig aus, aber es ist genug, um ein Simulationsgefühl, ein Gefühl für die Spiel. Entwicklung zu bekommen, um dann vielleicht auch einwirken zu wollen, weil da immer das Laufduell verloren wird und so weiter. Dafür sahen die ersten Momente jetzt ganz gut aus. Taktik ändern will ich nicht. Taktische Analyse. Fitness okay. Ja. Also Spiel gibt mir Informationen, wenn man so will. Genug Informationen. Wir kommen linker Flügel hier und so. Okay. Anweisung, also okay, das ist im Endeffekt sind das die gleichen Menüs wie eben beim Einstellen. Die kann man anpassen. So, aber kann ich jetzt nicht dem. Ist das hier oben jetzt einfach vorspulen? Nö. Kann ich jetzt mit keinem Spieler so gezielt reden? Also da verteidigt, das ist einfach nur. Okay, sehr griffig, schnell zu verschieben, alles gut. Ja, okay, scheinbar kann ich. Ah, da! Guck mal, da haben wir es. Spieler, hier. Da, Spieler, guck mal. So, dann sind wir bei Grifo. Spielt's gut. Achtung. Freut sich. Schön.
So, dann können wir aber auch hier mal nach einer Note gehen. Guck mal hier, Kyrie. Wir können scheinbar nur zweimal reden in der Kabine, nicht wie beim Fußballmanager früher fünfmal. Vielleicht kann man das auch verbessern, wenn man als Trainer auch besser wird, keine Ahnung. Aber hier erstmal nur zwei. Wo ist der Kyrie? Da. Und kannst du besser? Akzeptiert die Kritik. Ja, soll er, muss er. Und weiter geht's. Ja. Kann man hier auch noch irgendwie die Kamera ändern? Günther, Linksverteidiger, auf Grifo, links außen. Sahnetor. Schön. Schön. Schönes Türchen. Tor des Monats und so kann man sehen. Ah, okay. Das ist spannend. So, Kere, da gucken wir mal. Kritik akzeptiert. Und ui, Pfosten. Abpraller. Hey, schön. Das macht Spaß. Das ist witzig. Und es ist vor allen Dingen so schnell und kurzweilig, dass ich das gar nicht unbedingt ausschalten würde. Das ist da so wie früher bei Anschluss auch, wo du dann einfach nur so eine kurze Einblendung hattest. Oder auch bei Bundesliga Manager Professional hast du da auch so ganz schimmelige kleine Szenen unten immer eingeblendet. Ich muss keine 90 Minuten oder beschleunigte von mir aus 90 Minuten ein Fußballspiel simuliert sehen, aber hier so kleine Highlights und das werden ja dann nicht immer nur 4-0, 5-0 Siege in der Bundesliga. Da wird es dann vielleicht auch mal, ui, gehalten. Also eine schöne Idee. Das ist auf definitiv eine Weiterentwicklung zu Via Football. Das gab es im ersten Teil nicht. Das ist doch ganz schnuckelig hier. Ui, Matthias Ginter mit dem Kopfball. So, jetzt muss ich einmal immer eine Pausetaste finden, weil wechseln möchte da oben Pausetaste. Okay, jetzt können wir in Ruhe wechseln. Ihr Co-Trainer Lars Fössler würde im Moment nicht wechseln. Lieber Lars, wer ist hier der Boss? Ha? Okay, ich bin der Boss. Also, Höhler kommt, Höfler, nee, Höhler heißt er. Lukas Höhler kommt, Ritz Doan kommt, Noah Weishaupt. Also im Endeffekt kommt jetzt alles neu und frisch. Das sind noch zwei Wechsel offen. Ja, und dann die Außenverteidiger. Jawohl, okay, einmal alles durchgewechselt. Und dann geht es einfach nur weiter. So, wo gucke ich so? Pause. Wo mache ich Play? Ach, da oben. Und haben sofort wieder einen Angriff. Jannik Keitel. Schön. Jan Schulz immer im Mittelpunkt. Servus Joden, schönen guten Abend, schön, dass du hergefunden hast. Kennst du dich in dem Spiel aus? Weil wenn ja, ist jeder Tipp gerne gesehen. Ne? Erster Abend mit We Are Football und ganz, ganz wenig Fachwissen in Richtung We Are Football 1. Also von daher, jeder Kniff gilt an alle von euch natürlich, gerne gelesen. Aber ja, heute erstes Kennenlernen mit dem Spiel kann ja auch noch nicht alles irgendwie verstanden werden. Oh, schönes Ding auf die Torwart-Ecke. Also hier unser Kofi Kiré, der hat das, hat die Halbzeitansprache tatsächlich zu Herzen genommen, immer öfter hier im Mittelpunkt. Der eingewechselte Höhler, lange Ecke, jawohl. Also das standesgemäße Ergebnis wird es geben. Und das ist im Endeffekt ja auch genau das, was wir uns vorgestellt haben vor dem Trainingslager. Hier einmal so einen kleineren Amateurverein wegfiedeln und dann geht's ins Konditionsbolzen. Aber auch so Animationen, so wie die Figur läuft, Steilpass, die Zahlen. Vielleicht kann man das irgendwo noch ein bisschen frisieren, wie diese 3D-Szene tatsächlich dargestellt wird, weil dann würde ich diese aufpoppenden Expected Goals, Mini-Werte, die würde ich ausstellen. Die nehmen so ein bisschen die Immersion, würde ich mal behaupten, raus. Aber ansonsten ist das doch voll okay. Vor allen Dingen, das ist ja dann, wenn man so möchte, aus dem Nichts hinzuprogrammiert. We Are Football 1 hatte es nicht und jetzt haben sie im zweiten Teil eine komplette 3D-Engine. Das ist schon aller Ehren wert, dass sie das ins Spiel genommen haben. Es macht auf jeden Fall was her. Das würde ich jetzt für den Moment sagen, lassen wir auch angeschaltet. Gar nicht mal so nervig. So, das ist doch okay. So, und auf der linken Seite habt ihr auch nochmal eine Champions League Quali, so ein paar Namen. Hier Karabakh, Akdak, die ja jetzt gegen Leverkusen auch gespielt haben. Ferencváros Budapest zum Beispiel gewinnt gegen Swift Hespa. Ich glaube, das ist aus Malta, glaube ich. Aber ja, das ist natürlich hier eine frühe Quali-Runde. Da steht es die erste sogar, genau. Da ist noch nicht viel Bekanntes dabei. Slovan Bratislava wird sich qualifizieren. Hier Sonny Kittel. Kann man die anklicken auch? Kann man das anklicken? Nee, aber hier Sonny Kittel scheint auch hier in der virtuellen Champions League Quali zu scheitern. So, geht das? Da haben wir sie. Guck mal. Und wo ist der Kader? Da muss doch Sonny. Da Kader? Wo ist er? Da ist der Sonny. Guck mal.
Da habe ich eine Idee, Freunde. Sag mal, kann man den Sonny mal an? Guck mal, hier. Da machen wir mal ganz, was ganz Verrücktes. Nach dem Joggen rufe ich mal bei Sonny Kittel an. Warum auch nicht? Wenn er sich nicht für die Champions League qualifiziert, kann er doch mit uns wenigstens Euroleague spielen. Ja, irgendeinen Spieler möchte ich heute verpflichten. Einfach nur, damit ich sehe, was dann passiert. Und eben diese Geschichte mit den 7,8 Millionen, die geht mir nicht runter. Ja, okay, genau. Kennenlernen und ein bisschen rumsimulieren. Genau. Du bist ein FM-Junkie. Okay, also ich habe die glorreiche Zeit vor 20 Jahren, glaube ich, mit Anstoß 3 gehabt. Und der Fußballmanager ist. Ja, irgendwo bin ich damit nie so ganz warm geworden, auch wenn ich ein paar Saisons hier im Kanal auch gestreamt hatte. Und da auch diese Mega-Patches natürlich ganz, ganz großes Kino sind, auch vom FM-Zockernet. Ah, okay, man kann sofort den Spieler anklicken zum Auswechseln, gar nicht so mit hin und her ziehen. Okay, müssen wir mal gucken. Aber das sind genau diese kleinen Kniffe. Ich glaube, das gilt es zu lernen und dann irgendwie auch in der Steuerung alle Features auch zu nutzen, alle Komfortfunktionen zu nutzen, um noch schneller und sauberer durch die Wochen zu kommen. Was haben wir denn jetzt hier? Plus 2 bei Atubolo, Weißhaupt minus 1. Warum? Kann man das dann sehen? 30, 40. Das ist der Fortschrittsstufe. Okay. Okay, jetzt sehe ich hier leider nicht, warum der minus 1 hatte. Hat gespielt, wurde eingewechselt. Okay. Teamgeist ist wieder ein bisschen runtergegangen. Hier ist soweit alles stabil. Frische leidet, das ist klar nach einem Spiel. Ja, also bis hier. Oh, ja klar. Wir haben bei Mainz angerufen wegen Marco Richter. So, und jetzt gucken wir mal. Steht irgendwo noch unsere 7,8? Nein, tut sie nicht. Jetzt wird natürlich verhandelt. Marco Richter ist 25. Komm, ihr kriegt. Okay, warum kann ich hier das Angebot nicht verändern? Verstehe ich nicht, warum ich nicht sagen kann, ich gebe euch weiter. Okay, jetzt kommt hier eben diese. Ah, jetzt verstehe ich auch erst. Und dann auch wieder so dunkle Erinnerung an We Are Football 1. Ihr seht hier unten bei den Verhandlungspunkten diese grünen Kästchen und die sind im Endeffekt Veränderungsklicks. Sehe ich jetzt erst hier. Das ist die Ausgangsposition. Und ich könnte. Jetzt nur, lass es da unten 10 grüne Punkte sein, nur 10-mal im Angebot eine Veränderung anklicken. Also hier 10-mal runter. Und dann war's das. Ich könnte nicht ganz frech auf 1 Million runtergehen, selbst wenn ich wollte. Das wieder begriffen. Und dann haben wir die Verhandlungsrunden, die wiederum mit der Dauer des Kalendereintrages zusammenhängen. So, dann gucken wir mal. Marco Richter ist scheinbar 8,5 Millionen wert. Machen wir 7,5. Jetzt kann ich. Das wundert mich. Warum nicht? Warum kann ich nicht sagen, ihr könnt hier ein paar Prozent. Ach so, na. Na, wobei. Ja, also. Es ist nicht logisch, ehrlicherweise. Aber das Spiel hat hier gesagt, guck mal, die wollen das gar nicht. Deswegen musst du es auch nicht anbieten oder senken. Aber auf der anderen Seite ist das ja im Endeffekt in der Realität ein Kniff, wo man sagt, hey, wir geben euch jetzt erstmal nur Sockelablöse 5 oder so. Aber. Für die Zukunft seid ihr dann mit 10% dabei. Also das wäre ja eigentlich ein Verhandlungskniff. Ich weiß nicht, ob das hier so richtig ist, dass das ausgegraut ist, weil das Spiel denkt, naja, die wollen das nicht. Oder das Spiel denkt, oder der Herr Heidel sagt, ich will das, der verbietet das. Irgendwie komisch, aber okay. So, dann okay. Dann sagen wir mal Hallo. Christian, was ist? Oh, das hat ihm nicht so gefallen, von 8,5 auf 6,6 zu bieten. Aber, so, Paketpreis, Budgetbelastung. Also Freunde, ganz ehrlich, das muss am Ende diese 7,8 Millionen sein. Budgetbelastung. 6,6. Ne? Wir haben ja jetzt im Endeffekt eingestellt, es sind beide Budgets in einem. Also wir haben nur ein Budget für Transfers und Mannschaftsführung und so ein Kram. Und da haben wir eine 7,8 gehabt und er kostet jetzt 6,6. Also was aber auch nicht stimmt. Was aber auch nicht stimmt, weil wenn ich jetzt auf Forderung akzeptieren klicke, sind 7,5. Und dann kostet der Gehalt, das kommt ja erst im Nachgang, Gehalt verhandeln. Ey, boah, irgendwie ist das nicht greifbar hier an der Stelle. Budgetbelastung 6,6. Wo steht eine 6,6? Mein Angebot. Aber das nehmen sie ja nicht an. Restbudget 9,1. Was ist, dann hab ich irgendwo eine 15 Millionen stehen gehabt? Nee, habe ich nicht. Paketpreis 6,6. Okay, gut, wenn da noch so noch mehr. Spannende Klauseln, die ich hier scheinbar auch nicht anklicken kann, dabei wären.
Okay, so 100% wollen wir Marco Richter, glaube ich, auch nicht haben. Deswegen machen wir hier einfach mal nochmal letztes Angebot. Mal gucken, was Christian Heidel tut. Er wird natürlich sagen, Arsch lecken. Okay. Ja, der Kittel wäre zumindest witzig. Es ist ja, wie gesagt, nur ein Kennenlernen. Also von daher, wenn wir jetzt da noch Kittel holen und dann einfach ein bisschen durch die Saison klicken, ist auch wurscht. So, was haben wir da? Interesse an Niklas Sauter. Das sind alles Namen, die mir jetzt nicht so komplett vor Augen sind. Also nicht erster Kader, vollkommen egal. Ui, okay. Nicolas Höfler. Das ist der Kollege, der gerade mit Tottenham Hotspur eigentlich in der Verhandlung ist. Na? Okay. So, das ist genau gewesen, wie wir es eben gesehen haben, dass 2,4 geboten wurden und der ist 2,8 wert. Also da sind die Werte richtig übergeben worden hier von Vitali Kvlivniuk vom FC Shakhtar Donetsk. Und wir möchten, warte mal, ah klar, Keitel ist ein junger Spieler, da machen wir wieder den Kniff. Auf geht's. Kann ich jetzt nicht mehr so viel verlangen, ne? Aber wobei ich mir denke, 20 ist auch nett, ne? 20 ist auch nett. Budget. Aber das kann man, glaube ich, rechnen. Ja, das kann man rechnen, genau. Budgetvergrößerung sind 3,8 Millionen, also Gesamtbudget, deswegen, weil wir es nicht getrennt haben. Wir sparen 1,4 Millionen Gehalt ein hier unten und kriegen 2,4. 3,8. Okay, das kann man rechnen. Nachvollziehbar, alles gut. Mach mal. Einfach nur Bewegung im Kader. Komm, auf geht's. So, und das ist vom Marktwert und so, ist das auch in Ordnung. Da haben wir da mal einen Spieler verpflichtet oder vielmehr abgegeben. So, Interesse an Patrick Lienhardt. Viktoria Berlin, von mir aus. Dann haben wir Rückspiele. Ui, Sonny Kittel geht eine Runde weiter. Es wird jetzt vielleicht nochmal schwieriger, ihn dann da rauszuholen aus der Truppe, wenn er denn die Champions League irgendwie noch glaubt, greifbar zu haben. Rekordverkauf, klar. Alles gut, alles nachvollziehbar. So, weiter geht's. Ja, okay, guck mal. Und das immer dann wieder bei Kategorie, willst du mich verarschen? Aber ja, mein Gott, also vielleicht fordert ein Darmstadt 98, wenn der SC Freiburg um. Ja, aber doch keine 18 Millionen, oder? Der Typ ist 7 wert, das stimmt, glaube ich, schon mal nicht so sehr. Von mir aus ist das, also das ist auf jeden Fall näher dran als 18, aber gut, das Thema ist dann sofort durch. 18 kannst du haken, haben wir nicht. Dann können wir abbrechen. So, dann haben wir hier weiter Quali. Conference League, das ist auch sehr unspektakulär, aber auch schön zu sehen, wie viele tolle Originalnamen, Cardiff und Maribor und so alle da sind. Super, super. Patch, mega. FM Zockernet, alles mega. So, Sandrino Braun-Schumacher ist angefragt. Und das ist 35-jähriger. Was bist du? Ein Sechser aus der dritten Mannschaft. Aber ja, klar, kannst du haben. Sonntag nach dem Frühstück, Frühstückssport können wir einiges entscheiden. So, weiter geht's. So, die Jungs schwitzen, glaube ich, gerade im Trainingslager, ne? Ja. Ja, okay. Okay. Wissen wir Bescheid. So. Na, Maniusz Moda. Und da der auch so ein Originalgesicht hat, vielleicht gibt es den Menschen echt. Also vielleicht haben die echt die Homepages dieser Vereine abgesurft und finden unter sportlicher Leiter Maniusz Moda diesen Mann und haben das Foto genommen. Vielleicht ist das echt ein Originalmensch. Also ich kann es mir gut vorstellen. Ist schon ziemlich geil. Dass hier, wie heißt der Club? Der DJK Wilzing mit diesem Originalmenschen hier anruft. Aber dann machen wir das. Komm hier. Danke und weiter geht's. So, das ist jetzt genau das Thema. Guck mal hier. Nicolas Höfler hat sein Karriereende angekündigt vor 3 Tagen. Das ziehe ich jetzt durch. Da sind wir wieder bei Nachvollziehbarkeit und Glaubwürdigkeit und Bugs und nicht sauber zu Ende programmieren. Den verkaufen wir auf jeden Fall, wenn der jetzt sein Karriereende bekannt gegeben hat. Und wie viel hat er noch Vertrag? Kann ich das sehen? Wo ist es? Hier oben. Ja, letztes Vertragsjahr. Er war ein Riesentalent. Aktuell gute Form. Was sein muss, muss sein. Stark. Wo steht's? Kann sich nur schwer. Was? Flexibilität wollen. Das Team geht vor. Ja, ist Mannschaftsspieler. Kader, kein aktiver Wechsel, Karriere, steht nix, Motivation, kein Wechsel, hungrig, sportlich, sportlich, wo, der hat doch eben, das war, das, oder habe ich mich jetzt vertan, das ist ein anderer, das war doch er, oder? Er hat gesagt, Karriereende,
nach Vertragsende. Okay. Mal schauen, ob das am Ende sich so wirklich ausgibt. So, hier müssen wir jetzt wieder weiter. Trainingswoche, ja, hat hier so, aber einfach nur Kondition gebolzt. Okay. Und da sind wir. Und das fand ich immer bei den Managern früher immer so madig und so mühsam, Kondition aufzubauen. Auch wenn du eine brutale Kondition bei Anstoß immer geballert hast. So richtig komplett ans Limit gekommen bist du irgendwie nicht. Jetzt sind wir hier mit 95 nach einer fetten Trainingslagerwoche gut dabei. Kann ich mitarbeiten. Das passt doch schon mal. So, wir wollen Kader verbessern. Ja, Fitness brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht mehr. Da sind wir schon super dabei. Also machen wir Offensivspiel im Trainingslager. So, wir pushen Artubolu als jugendlicher Super-Talente-Torwart. So, gut zu wissen, Halbzeitansprache. Sie können selbst mit bis zu 2 Spielern in der Halbzeit sprechen. Jetzt haben wir das auch nochmal bestätigt hier, was wir eben ja schon längst gesehen haben. Wir können noch ein externer Motivator eine Rede halten lassen, dessen Ansprache kostet. Ah, okay, so das ganz, ganz große Besteck rausholen. Aber das machen wir natürlich nicht bei irgendwelchen normalen Bundesligaspielen oder hier gar bei Mainz 05 Testspielen. So, hier noch verfügbar. 12,9. Ja, wir haben ja Spieler verkauft, logisch. Jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt haben wir nicht nur die 10er-Position zu besetzen. Jetzt haben wir noch einen 6er, den wir auch finden müssen. Oh, jetzt muss ich. Ey, das kann irgendwie nicht sein, oder? Entweder. Wo war das jetzt? Wo war denn nochmal? Kalender? Nee. Bei? Das hier Scouting? Spieler verpflichten. Also irgendwie ist das komisch, dass das so umständlich zu begreifen ist. So, und jetzt, genau, jetzt machen wir mal hier nur Spieler auf der Transferliste. Das ist schon mal das, was ich eben gerade auch dachte. So, es muss doch irgendwo. So, Alter, egal. So, hier den Stern mal hoch. Wir nehmen alles, was wir haben. Nationalität Deutsch mache ich da mal weg. Und es ist von River Plate Facundo Colidio auf der. Ah, mein Gott, wir müssen jetzt langsam mal in Quark kommen hier. Vertragsgespräche. River Plate ist bereit bei einem. Ja? Ja, dann ist das super. Abends immer, weil wir trainieren ja vorher im Trainingslager. So. Und dann brauchen wir noch einen Sechser. Keiner da. Oder Ablösefreispieler? Auch nicht? Auslaufende Verträge, dann geht was. Sebastian Rode, der ist auch nichts mehr wert. 1,9 Mille. Joshua Gilavogi. Oh, interessant. Auch ein Anführertyp. Genau, wir wollen keinen Anführer. Dann nehmen wir mal ihn hier. Oliver Abildgaard. Mal Anführer haben wir genug. Eigentlich nicht gehen lassen, nur Verkauf. Ja, von mir aus. Ja, machen wir das mal. So, Hammer. Okay, haben wir. Wir wollen mit keinem reden. Wir wollen einfach nur trainieren und dann passt das. Okay, dann machen wir einen weiter. Sport treiben. Ja, ja, wie immer. Hier unten. Das ist eine sehr laxe Woche. Sehr laxe Woche. Also da war irgendwie am Anfang hatten wir hier mehr auszuwählen, was wir noch machen können. Aber okay, ist jetzt so. Ach, Kittel hätte ich ja. Kittel wollte ich ja anklären. Ja, okay. Kittel hat sich erledigt. Oder für den Moment. Guck mal später nochmal. Genau. Ist jetzt, wir wollen nicht auf Fitness gehen, sondern auf Offensive. Freiburg, schnelles Umschaltspiel. Machen wir mal hier. Angriff über die Außen. Ja, wobei wir auch Angriffe über die Mitte irgendwo haben. Da haben wir ja alles auf 20% gestellt. Okay. Ja, machen wir das mal. Auf geht's. So, der kostet Matthias Patanian. Sie fordern 6. Der Kollege ist 8 wert. Transfermarkt, okay, immer ein bisschen niedriger. Wir haben 12,9. Ja, irgendwo ist diese 7,8 dann wohl das komplette Transferbudget oder Mannschaftsverbessern-Budget gewesen. Das ist irgendwie ein bisschen wenig für einen Europapokal-Teilnehmer. Aber okay. Ja, ich glaube, der Co-Trainer kann auch, oder der Co-Trainer macht das Training für uns. Basierend auf dieser groben Ansage, mach mal Offensive, mach mal Fitness. Also das habe ich jetzt so nicht ausgewählt gehabt. Ist dann einfach so. Dann machen wir runter. 5,6.
Ja, geht. Hä? Ist wieder hochgegangen hier das Vertrauen? Was? Jetzt wieder runter. Jetzt haben wir es. 5,8 Millionen. Facundo Colidio. Der argentinische Italiener, der Italo-Argentinier. Auf geht's. Aber das ist ja jetzt erstmal nur, wir haben uns verständigt mit River Plate. Jetzt muss der Spieler, da sind wir, guck mal, jetzt sind wir beim Spieler. Und der Spieler ist eine 9,6. Kofi Kiri hatte 9,9. Ja, auch ein schöner Berater hier. Ich werde dich langsam aufbauen bei einem 23, oh, 23 sogar, ein Talent, ist nicht verkehrt. Du wirst auf deine Einsätze kommen. Das, ja, das machen wir. Vertrag, ja, Optionen von mir aus. Ah ne, beim Spieler, die kannst, ja, du kannst Optionen haben. Handgeld. Handgeld finde ich immer zum Kotzen, ehrlicherweise. Grundgehalt 4,8. Der verdient jetzt 1,9. Grifo ist besser, hatte irgendwas mit 9, ne? Ja, das ist. Oh, oder. Naja, ne, Grifo mit 9, da ist der mit 4,8 ja voll okay dabei. Siegprämie runter. Achso, und dann, ja, und dann sind diese kleinen grünen Pünktchen hier unten natürlich, wenn du so feintunen willst an einem Spielervertrag. Das ist natürlich happig jetzt hier. Ausstiegsklausel gibt es nicht. So, und jetzt gucken wir mal, was sagt sein Berater? Direkt, und das ist das Schöne, das ist auch wieder so Anstoß-like, hier hat sich das Porträt ein bisschen verändert. Der guckt jetzt ein bisschen schmallippiger. Das ist doch cool. Das ist schön. So, was muss ich jetzt tun? Ich kann hier nicht mehr hoch. Oh, das natürlich, das muss man dann auch mit einplanen. Ich kann nichts mehr verändern hier, weil ich hier die Verhandlungspunkte alle verändert habe. Verbraucht habe. Also muss man quasi mit einberechnen, dass man wieder entgegenkommt, weil jetzt kann ich nicht mal zurückstellen. Ich kann nicht sagen, okay, Ursprungswert war 900 irgendwas. Ich kann jetzt im Endeffekt nur annehmen oder nochmal auf Verhandeln klicken. Ja, okay. Da, ich weiß nicht, ob das so cool ist, ob das eine gute Designentscheidung ist hier bei so einem. Weiß nicht, ob das nicht so ein bisschen sehr einengt, weil das sind so mit die schönsten Momente. Verhandeln und Verhandlungen durchkriegen und so. Und das dann so beschränkt mit Verhandlungspunkten hier unten. Naja, okay. Ich drücke nochmal auf Verhandeln, mal gucken, was passiert. Okay, letzte Chance. Ist nochmal minimal entgegengekommen, aber letzten Endes ist das jetzt so seine Forderung. Und die akzeptieren wir jetzt, weil wir wollen den Spieler verpflichten in diesem Stream. So, also. Facundo Colidio wird unser neuer Zehner. Das ist ein bisschen frech eigentlich, ne? Zwei fast 10 Stärkepunkte habende Zehner im Kader zu haben. Das ist schon Luxus für einen SC Freiburg. Ja, wird natürlich der Rekordtransfer. Auch wenig überraschend. Aber dann wiederum, und das wird jetzt Rücken Nummer 10, da haben wir ja so ein bisschen drauf ne, spekuliert, dass wir uns einen Zehner holen mit der Rückennummer. So gesehen ist das ja schon ein sehr vielversprechender Transfer. Ne? Der ist drei, Kofi Kiri ist gar nicht jung. Ich dachte eigentlich, der wäre 24. Okay, wieder was gelernt. Aber einen 23-jährigen, fast 10 Stärkepunkte habenden, talentierten Argentinier holen, das ist doch schon mal nicht verkehrt. Das ist doch ein guter Transfer. Damit können wir da arbeiten. So, Niklas Sauter. Ja, von mir aus. Diese ganzen Talente können wir heute im Stream alle verkaufen. Ja, das kann nicht sein. Das darf am Ende echt nicht sein, dass Nicolas Höfler sagt Karriereende und jetzt aber nochmal nach. Mal, irgendwo kann man sich die Story vorstellen, oder? Kollege hat, boah, Tottenhams Ausland reizt nochmal, 2 Jahre, pff, okay. Aber irgendwie ist es komisch. So, jetzt Moment. Wir sind bei unserem Sechser, den wir noch haben wollten. Und wir sehen hier, wir haben ein Restbudget von 1,6 Millionen. Also wir haben das, ja, ich glaube, wir wollen jetzt lange, nicht mehr lange drüber reden. Diese 7,8 waren unser mannschaftsverändern Budget. Ich gehe hier trotzdem mal, wir machen das hier trotzdem mal weiter. Und das irritiert mich tatsächlich hier, dass man hier keine Freiheit hat, draufzulegen, um das hier abzufedern. Aber okay, vielleicht sind das auch so Dinge, die patchen sie dann wie bei We Are Football 1 damals auch mit vielen kleinen Updates dann irgendwie nochmal rein, wenn dann Leuten das auffällt und das im Discord geteilt wird, keine Ahnung. Ich mache jetzt hier trotzdem mal weiter und dann würde ich den Transfer auch durchziehen und dann gucken wir mal, was das Spiel daraus macht.
wenn ich dann irgendwie mein Budget überzogen habe. Aber eigentlich haben wir noch 80 Millionen auf dem hohen Konto. Also der Verein geht ja nicht pleite. Guck mal. So. Okay, er beharrt. Deswegen ist es auf Rot geblieben. Er beharrt auf 7 Mille. Mach ich. Ah, okay, dann kommt's. Tatsächlich. Ja, können wir nicht mehr kaufen. Dann sind wir raus. Dann ist auch nichts mehr mit Transfermarkt weiterklicken. Dann haben wir viele Spieler verkauft, um einen. Ja, einen Spieler zu holen. Ralf Becker, den gibt es mittlerweile nicht mehr bei Dynamo Dresden. Ich glaube seit letzter Woche. Aber den gibt es auch. Also auch schön original. Und dann nehmen wir auch das Angebot an. Tschüsschen. Oh. Das ist schon mal eine andere Hausnummer, wenn du bei Roland Schaloy angerufen wird und dann auch vom LFC. Das wird spannend jetzt. Und das war genau das, was ich bei We Are Football im ersten Kennenlern-Stream vor 3 Jahren oder was auch hatte. Da hat man nämlich Grifo für 50 Millionen irgendwie verkaufen können. Da waren die Ablösesummen noch komplett aus dem Ruder gelaufen. Das ist ja hier jetzt nicht komplett bodenlos. Aber richtig, da hatten wir dann auch Angebote auf einmal für Grifo. Ja, mein Gott, dann sofort. Inter Mailand, glaube ich, war das sogar damals. Ja, bitte sofort. 50 Millionen nehme ich. Und ja, wirklich hanebüchene Ablösesummen. So, hier Sonny Kittel gegen Lincoln Red Imps aus Gibraltar 1-0. Okay. Das könnte die Playoff-Runde bedeuten für einen Sonny. Spieler leihen ist noch eine gute Idee. Ja, vor allen Dingen, wenn ich den Chico Höfler jetzt verkaufe, habe ich gar keinen Sechser mehr. Dann müssen wir da irgendwie nochmal ran. Hier wollen wir natürlich deutlich mehr, ne? Kollege, komm, auf geht's. Ah, jetzt habe ich es übertrieben. Jetzt habe ich es leider übertrieben. Und das ist auch nicht Rebecca Keppelhorn. Ist das vielleicht so ein Datenpool an Standardmanagern, wo es nicht reingepatcht ist von FM Zockernet? Oder ist das, heißt der echt Rebecca Keppelhorn? Ist das der Originalmanager von Tottenham? Das weiß ich jetzt nicht. Macht da bei Tottenham der Levi nicht alles selber? Der Präsident, der Exzentrische? Ja, richtig. Rebecca klingt irgendwie komisch. Und das Gesicht sieht eher aus wie ein Michael Smith ist auch vollkommen egal. Ja, da habe ich es jetzt leider übertrieben. Das habe ich jetzt leider nicht durchzuziehen geschafft, weil ich jetzt, auch wenn wir den Spieler von der Kaderstruktur her sehr brauchen, einfach wissen will, ob das Spiel dann das irgendwie nicht berücksichtigt, dass er eigentlich gesagt hat, nach Vertragsende ist vorbei für mich. So, Noah Wagner von mir aus. Trainingsverletzung war da gerade. So, Trainingslager ist durch. Genau. Dann haben wir. Das Wetter war super. Optimal trainiert, super. Wir haben frische Kondition getankt, alles gut. Jordi Makengo, unser Linksverteidiger, ist Gewinner des Trainingslagers. Verlierer ist irgendein dritter Torwart hier, der Benny Upphoff. Taktische Ausbildung verbessert. Berkay Yilmaz hatte lernwillig. Rayan, ach, das sind die Jugendspieler wahrscheinlich, oder? Die drei Jugendspieler, die wir angeklickt haben. Rayan Benelmir hat ordentlich, nicht überragt. Lukas Schröder, das ist das Supertalent. Konnte nicht überzeugen. Das ist schade. Das war, glaube ich, der mit 8,9 oder so. Das war der zweite Zehner. Wir hätten gar keinen super teuren zweiten Zehner holen müssen. Das war doch hier dieses Talent aus der Jugend, den wir hätten nehmen können. Hätten wir lieber einen geilen Sechser geholt. Naja, egal. Das werden wir dann in Zukunft alles sauber. Oh, guck mal. Ja, da kommt finanzieller Spielraum, Freunde. Auf geht's. Kloppo, lass sofort telefonieren. Das machen wir natürlich. So, Kofi Kehre, 7 Tage Adduktorenprobleme. Nicht so cool. Thomas Werner. Thomas Werner. Ja, von mir aus. 26. Aber gut, wir spielen diesen Spielstand nicht weiter, also ist das halt immer nur eine Spielerei gewesen, seien wir ehrlich. Aber hier können wir noch ein bisschen kitzeln. 22. Komm, LFC hat die Kohle. Oh ja, ist okay, hört zu. I'm listening, Mr. Finke. You want the 22 million? It's a little bit too much. But Volker Finke says, no, it's not too much. It's Roland Schorloy. It's beautiful money. And it's 21 million. Mr. Werner, please look again. It's Roland Schorloy. And it's Mr. Werner. Yes, okay, it's 21 million, Mr. Werner. You are right. Okay, guck mal, 21 Millionen für einen unserer besten Spieler. Aber ich kann mir vorstellen, mit dem Geld können wir jetzt nochmal einen spektakulären Transfer tätigen. Und dann haben wir mal wieder einen rausgehauen. Und das ist jetzt vielleicht auch. Also es ist auf jeden Fall nicht so hanebüchen wie beim ersten Teil. Also ein Roland Schaloy von Freiburg, ungarischer Nationalspieler, das könnte mit 20 Millionen in diesem verrückten Weltfußball aktuell irgendwie hinkommen. So, von mir aus. Hat geklappt.
Dann können wir jetzt uns auch noch mal ein bisschen bewegen auf dem Transfermarkt. Servus Floff, schön, dass du auch mal wieder herfindest. Schönen guten Abend. Ich sag ja, ne, heute an dieser ungewöhnlichen Streamzeit den einen oder anderen Namen mal wieder im Stream haben, der sonst sonntags zum Pestbrunch nicht da ist. Das ist doch schön zu sehen. Also vielleicht jetzt nach 2 Stunden Streamzeit und sehr langsamem Vorankommen und Spiel kennenlernen nochmal der Aufruf, ne, hier im Stream, auf Twitter und das YouTube-Video, wo auch immer wir uns folgen und ihr Meinung kundtun könnt. Lasst mich gerne wissen, ob ihr das hier in irgendeiner Weise spannend und unterhaltsam findet, dass wir dann Stream-Projekt draus machen. Dann würde ich nochmal eine richtige Karriere beginnen und dann kriegt man ja so ein Angebot aus der Regionalliga oder so. Das jetzt mit Freiburg als Verein direkt ausgewählt, dient ja eigentlich nur so ein bisschen Spiel kennenlernen, Klick setzen, gucken, was passiert, wie sieht der 3D-Modus aus, so diese Spielereien. So, von daher lasst mich gerne wissen, ob wir daraus ein kleines zweites Projekt machen, Stream-Projekt, oder ob euch das ehrlicherweise schon jetzt langweilt. So, lass mal auf den Kalender gucken. Also, wir sind jetzt hier und wir trainieren jetzt und dann ist. Ach, genau, das war ja, genau, genau, jetzt müssen wir ja hier Freundschaftsspiel vereinbaren. Das war ja der Kniff. Wo geht Freundschaftsspiel vereinbaren? Auch sowas muss alles noch gefunden werden, dass ich das machen will. Und weiß, wo ich hinklicke. Krisensitzung, nein. Jugendspieler ab. Oh, Jugendspieler abwehren. Klick, mach mal. Okay. Borussia Dortmund hat immer gute Jugendspieler. Ja, rufen wir den mal Montagabend an, wenn er vor der PlayStation hängt. Ja, gucken wir mal, was passiert. Und das ist das hier, was ich meinte, ne? Wo ist er? 8,9, Lukas Schröder. Jetzt brauche ich den natürlich nicht mehr hochholen. Was ist das hier? Internat. Oh, das ist auch so Fußballmanager-mäßig, ne? Man hat ja immer so gewisse Internatsplätze. Und dann entwickeln die sich besser. So ist das doch, oder? Oder kann ich die. Ah. Ja, und das kann man dann ausbauen, bestimmt in irgendeinem anderen Menü, dass man mehr Plätze hat und sowas. Guck mal. Hier auch. Ah, ne, Internat ist übergreifend. Okay. Ja, pass mal auf, dann brauchen wir den hier nicht. Oh, also, es ist schon sehr spannend alles irgendwo. Das ist so. Da sind schon. Ich sehe schon Möglichkeiten. Das ist schon cool. Und guck mal, hier kannst du noch sagen, wie die Jungs ausgebildet werden sollen. Natürlich Rennen und Kämpfen weniger. Immer Technik, Freunde, immer Technik. Automatisch, ja, informier mich bitte. Hier, noch weniger Rennen und Kämpfen in der kleinen Jugend hier. So. Was ist Lokales? Jugendinternat? Ja, guck mal. Ja, machen wir das mal. Oh, das wollten wir ja machen. Sichtungstag. Der ist Sonntag, 30. Ja, wissen wir Bescheid. Jugendcamps, alles so Fußballmanager-mäßig. Die Experten unter euch kennen das alles. Ich habe es nie so wirklich auf die Spitze getrieben, habe das aber zumindest schon mal gehört. Stadion brauchen wir nicht. Ticket, nee. Ihr wisst, was ich jetzt suche, ne? Spieler verpflichten. Wo ist das schon wieder? Transfers und Scouting. Okay, das kann man sich ja merken hier. Das ist Glas. So. Und jetzt brauchen wir noch einen neuen Rechtsaußen, ne? Genau. Rechter Außenstürmer für den Scholloi. So. Oh, so. Komm, Carlos Vela. Carlos Vela wäre einfach nur spektakulär. Den rufe ich mal an. Warum nicht? Der ist von der Stärke her ist der gut, aber der hat keine Zukunft. Aber von der Stärke her wird er uns helfen. Das ist witzig. So, und hier, was noch witzig war, war hier nur zur Leihe. Wo sehe ich, dass das der verliehen werden soll? Ne, aber die auslaufenden Verträge müssen weg. Guck mal, da haben wir es. So, und jetzt. Isaac Gustafsson. Gustav Isaksen. Thiago Gouveia. Also irgendwie habe ich das Gefühl, also du siehst hier nicht genau, was der für ein Talent hat und so, aber hier siehst du dann doch schon so eine Ausprägung. Also du weißt dann irgendwie doch mehr als hier. Also irgendwie komisch. Aber warte mal da. Genau, nur zur Leihe. Na gut, wir kaufen uns ja jetzt quasi den Mexikaner, den Vela. Ah, wir wollen einen Sechser. Das war doch die Idee. Genau, das war doch die gute Idee. Ein Sechser leihen. Aber ist keiner da. Keiner da zum Leihen.
Oh, guck mal, haben wir einen normalen, zentralen. Da geht was, guck mal. Und kann der vielleicht dann auch die 6 spielen? Geht das so? Yunus Musa. Da, guck mal, der Asta Wrangs könnte das. Ja, guck mal, da geht's doch. So, wie sortiere ich das jetzt am besten? Der macht's nach Stufe, ne? Ja. Ja, fangen wir das mal an. Durch Verleihen, okay. Der Berater möchte nicht mit Ihnen sprechen. Ja, dann Kategorie fick dich doch. Dann. Ja, leihen können wir ja alles. Der ist zuletzt unauffällig, möchte nicht mit mir. Okay. Menino. Will keiner mit mir reden? Ah, okay, da geht's. Gut. Dann leihen wir halt Gabriel Menino von mir aus. Bewegung im Kader, Freunde. Bewegung, Bewegung, Bewegung. So, jetzt da, guck mal. Jetzt kommt noch mehr. Muss man. Bande, mache ich. Und dann sind wir auch schon wieder am Limit von unserer Stunde hier unten, von mir aus. Okay. Carlos Vela ist ein bisschen Legende, den kennt man. Ja, richtig. Der ist MyClub-Legende oder FIFA Ultimate Team oder überhaupt Weltfußball. Real Sociedad San Sebastian, bevor der zu LA irgendwas gegangen ist. Ne? Ich glaube, der war auch in La Liga nicht verkehrt unterwegs. Ach, guck mal. Floff spielt auch schon Winning Football hier. We are Football. Scouty, schönen guten Abend. Schön, dass du auch noch herfindest. Ohne Mods sind gar keine Lizenzen dabei, Südhesse. Aber es ist einfacher zu installieren denn je. Du musst einfach nur das Spiel, ist ja über Steam zu beziehen und dann im Steam Workshop nur das Datenpaket und wenn du willst und Speicherplatz und eine gute Internetleitung hast, das Porträtpaket, was deutlich größer ist. Subscribe nennt sich das und dann startet schon der Download und dann musst du nur im Editor noch sagen, bitte den Datensatz quasi initialisieren, ins Spiel bringen und dann ist es auswählbar beim Spielstart. Also die Originaldaten vom FM-Zockernet sind schon auswählbar und es ist einfacher denn je, die ins Spiel zu kriegen. Also von daher, es gibt keine Lizenz in We Are Football 2024, aber es ist sofort gelöst jetzt schon zum Spielrelease. So, das wollte ich noch gemacht haben. Freundschaftsspiel. Genau, das können wir dann noch hier hinlegen und dann sollten wir hier was für Freitag ansetzen. Ja, ich mache das aufgrund der Zeit, das Jugendinternat mal wieder weg. Alles andere lassen wir laufen. So, alles andere brauchen wir nicht. Und los geht's. Also, wenn ich jetzt sehe, wir sind schon über 2 Stunden am Streamen. Ach, es gibt auch einen FMZ-Installer. Okay. Und dann, ah, das ist ein sehr schöner Hinweis. Vielen Dank dafür. Also man kann auf der FM-Zocker-Seite die Sachen runterladen und dann auf dem PC installieren. Das ist dann natürlich ein bisschen, erfordert nochmal ein bisschen mehr Arbeit als in Steam, einfach nur subscriben. Aber dafür kannst du die Dinger dann im Editor selber noch ein bisschen anpassen. Okay, das ist natürlich dann ein wichtiger Trade-off, der vielleicht für den einen oder anderen dann auch wieder relevanter ist. Ich würde mir die Mühe jetzt ehrlicherweise nicht machen. Das ist mir dann zu mühsam. So, machen wir mal die Vormittagstrainingseinheiten. Machen wir mal alle Vollgas. Und dann geht's in die Woche. Ja, Frauenarzt, da bin ich zum Beispiel auch ganz bei dir. Ich bin auch so vom Umfang her Team Anstoß. Und gerade so vielleicht noch Fußballmanager von EA, aber auf gar keinen Fall Fußballmanager von Sports Interactive mit Detailtiefe Deluxe. Das hat mich immer sehr abgeschreckt. Und da bin ich nicht über eine dritte Saison oder gar eine zweite hinausgekommen. Das war dann ganz schnell abgebrochen. So, Moment. Mögliche Beraterkontakte. So, Mané, Filippo Mané. Berater kontaktieren. Der Spieler ist jenseits ihrer Möglichkeiten. Okay. Tyler Meiser. Haben die alle quasi 5 Sterne Talent und deswegen werden die irgendwann bei Real Madrid spielen und dürfen nicht zum SC Freiburg. Okay, Jadon Kocsinjec. Ich glaube, das sind nicht Originalspieler, oder? Bernd Kocsinjec mit Name und im System oder was? Der Spieler ist hier. Okay. Ja, vielleicht ist Borussia Dortmund auch irgendwie nicht der Verein, bei dem ein SC Freiburg abwerben darf. Keine Ahnung. So, hier Trikotverkäufe. Das kann man bestimmt machen, ne? Man kann dieses Menü pausieren, dass man da in Ruhe lesen kann, oder? Das muss ich gerade mal gucken. Memmingen will Lienhardt von. Nee, gerade keine Zeit. Volle Woche. Geht nicht. So, kann ich? Ah, da oben war Pause. So, wir brauchen den neuen Schalloy. Schalloy ist für 21 Millionen gegangen. Das heißt, wir können hier schon gut reinhauen. Interesse. Wir sind nur einer von vielen. Okay. Wer will denn unbedingt den 34-Jährigen? Naja, egal. Oh, guck mal, das finde ich interessant, dass das dann hochgeht, wenn die sehen, wir kommen entgegen, scheinbar.
Aber 9,5 ist wohl Limit, ne? Ja, irgendwie scheint das. Jetzt darf ich. Ne, jetzt kann ich nichts mehr machen. Ist vorbei. 9. Mein Gott, heute Abend ist alles erlaubt. Auf geht's. 9,5 Millionen für einen 34-jährigen Mexikaner, der nie Bundesliga gespielt hat. Alles klar. Verrückte Welt. Dafür kostet der. Also Handgeld fand ich blöd, genau. Aber runter. Ach, das. Nee, Freunde, das sind keine Werte, das geht so nicht. Und der fordert auch keine. Der fordert auch mit 34 kein doppeltes Gehalt, wenn der SC Freiburg anruft. Ach, sowas raubt mir dann immer die Immersion irgendwo. Das nervt mich. Vielleicht müssen wir echt ein bisschen ein paar Wochen Geduld haben, bis sie nochmal nachgepatcht haben. Das ist unsauber. Also es ist nicht kaputt, aber es irgendwie wirkt es unrealistisch, unsauber. An manchen Stellen noch nicht so nachvollziehbar. Ja, mein Gott, nehme ich jetzt so. Jetzt ist es passiert. So, Wagner von mir. Also Pause. Rekordtransfer, okay. So, der kriegt die Rückennummer 22, 23 Michael Jordan. Oder auch Raphael van der Vaart. Haben wir es jetzt. Freundschaftsspiel. Kalender. Wir wollten am 28. Fußball spielen. Da unten, genau. So, jetzt gucken wir uns wieder die Vereine an, wo die wohnen. Kann man die hier oben so durchklicken? Ah, das sind dann die aus der Liste. Okay, perfekt. Das ist nochmal einfacher. Einfach so klick, klick, klick. Und irgendwann im Süden landen. Da, Sportfreunde Seligstadt. Wo sind sie? Die wollen am Freitag spielen. Ja, dann nehmen wir die doch. Auf geht's. Die dürfen bei uns. Schwarzwaldstadion. Und gib ihm. Jawohl, haben wir unser Freundschaftsspiel. Unsere Saisoneröffnung, wenn man so will. So, das ist der Brasilianer Chiriaco Swarza, Chichero Sousa, so ähnlich. Den wollen wir jetzt leihen. Gehaltsübernahme? Nö, schon mal nicht. Und so. Ja, wollen wir nicht zu frech werden. So. Ja, das könnte klappen. Das hat geklappt. Okay, auf geht's. Sechser ist geliehen. Sehr schön, läuft. So, jetzt kann ich pausieren. So, Playoff-Runde erreicht hier unser Sunny Kittel. Das ist super wichtig. Hier muss man echt schnell sein. Rückennummer 14 ist okay. Das ist dann, glaube ich, hier, wie heißt er? Casemiro Rückennummer. Ne, ist die 18, ne? Ist auch egal. Was haben wir hier? Verhandlung. Für Sponsor. Ach klar, wir hatten ja Bandenwerbung angenommen. Oder, ja. Und dann kommt im. Ja, das ist. Also, das finde ich ein bisschen umständlich gelöst, ehrlicherweise. Also das sind so Einzelmenüs, da braucht es keinen Wochenplaner in anderen Fußballmanagern, wo du dann hingehst. Und dann einfach halt die Verhandlung machst. So, da musst du jetzt nicht. Also, klar, für den Gesamtgedanken des Wochenablaufes und so musst du das halt hier so lösen, aber irgendwo finde ich das so ein bisschen umständlich. Zu umständlich. Das macht es irgendwie dramatischer, als es sein müsste. Und klar, bei Zahlung, da können wir mal noch ein bisschen rausholen. Ja, haben wir geschafft. Klick. Wo steht denn, wie viele Banden ich noch habe? Sie haben ein Angebot über. Sie haben noch 4 freie Banden. Okay, dann gehen wir lieber hier drauf. Kann ich nicht? Hallo? Kann ich? Kann ich? Kann ich? Was? Ach so, ich habe jetzt. Ist es vorbei? Och, du Scheiße, ey. Eine Verpflichtung pro Termin hier. Oh, das ist ja mühsam. Ja, das ist mühsam. So, jetzt haben wir die Pause endlich gesetzt. Also, was haben wir denn hier? Trikotverkäufe. Facunda Colidio. Direkt auf Platz 4. Ja, klar. Spannende Argentinier. So, dann haben wir. Wir freuen uns über Vela. Ja, klar, Topspieler freut sich über Topspieler. Und Merlin Röhl findet. Wer ist denn die Konkurrenz gewesen? Der Brasilianer dann wahrscheinlich, ne? Weil der auf der. Achso, klar, wir haben ja dann einen Achter verpflichtet, der aber auch die 6 kann, weil wir keinen direkten Sechser leihen konnten. Okay, haben wir verstanden. Sehr gut. Bei 14 kann einem nur ein. Achso, die 14, nur ein Name, Thierry Henry. Aber der ist halt dann kein Sechser. Wenn du Thierry Henry überhaupt meinst. Nee, Röhl ist Achter. Röhl ist ein Achter. Wo ist er? Hier, da, ZM. Röhl ist ein Achter, aber der kann die 6, glaube ich. Ne, kann er nicht mal. Also der Merlin kann es nicht. Aber hier unser. Wo ist er? Da. Ah, pass auf, jetzt muss ich dir auf die Bank bringen und so. Guck mal hier, genau. Stehen. Da. Und Gabriel Mel, da haben wir es. So, und jetzt alles wieder schön monkig anordnen. So.
So, und Carlos Vela muss natürlich sofort starten, um reinzukommen, Spiel so zu lernen. Und das gilt auch für Menino. So, direkt mal lernen. Und eigentlich, ja komm, lass mal die anderen auch mal spielen. Weil so diese, bei den Top-Spielern wissen wir ja, dass die funktionieren. Da können wir die schonen. Ja, ja, der Manuel Gulde. Ne, das geht. Der Florian Müller. Oh, das ist ein guter Kampf hier. 9,0 gegen 9,0. Oh, wollen wir gar nicht wissen. So, und auf dem Platz steht wieder jede Farbe. Alles cool. Auf geht's. So, im Fußball haben wir uns ja entschieden, wie wir spielen wollen. Und das ist dann das, was ich meinte. Das wird dann auf Sicht angenehmer, weil, oder nicht so krampfig wie beim ersten Spiel, weil die Einstellungen sind halt so da. Alles gut. Dann kann man wahrscheinlich über mehrere Bildschirme schneller drüber. So hier. Und da wird es dann vielleicht spannend mit Sonderbewachung und so. Auch in der Bundesliga, wenn man weiß, irgendwer nervt, den wollen wir wegtreten. Und dann ist virtueller Fußball. So. Okay. Wo sind die 3D-Szenen? Auf geht's. Zeig uns schönen Fußball. Was ist das jetzt? Hätte ich was lesen müssen? Irgendjemand verletzt? Oh! Grobes Foulspiel Lukas Kübler. Hier unten. Ja, das ist toll. Warte mal, spielen wir. Nein, falsch. Nein, hier. Bla, wo ist die neue? Da? Nein. So. Aber Maxi Eggestein, zieh mal auf die Seite. Der muss hier unterstützen. Ja, müssen wir halt so machen. Bisschen blöd, aber ist jetzt halt so. Gucken, wie sich das jetzt auswirkt. Gegen den Achtligisten. Johann Cruyff hatte die 14 auch richtig, ja. Stimmt. Ui! Schönes Ding. Philipp Lienhardt stiehlt sich mit nach vorne und knüppelt das Ding ans Gebälk. Schade, dass die Szene dann sofort endet. Also wirklich mit dem Lattenabpraller nichts mehr weiter passiert. Nicht mal der Ball wegträufelt oder so. Aber okay, das ist dann auch wieder so eine Programmiergeschichte. Da musst du die KI natürlich noch weiter frisieren, dass sich die Spieler dann danach richtig verhalten. Auch hier, Ball unterbunden. Jetzt könnte Gegenpressing kommen und so, aber nun gut. Ist jetzt halt so. Aber ich finde es gut. Also da bin ich des Chattes Meinung, ja, dass das eine gute Sache ist. Schöner Querpass in den Abseits. Scheinbar kein Abseits. Das war ein Sahnetor. Gibt es Wiederholung? Scheinbar nicht, ne? Das wäre jetzt schön gewesen, nochmal diese Kombination zu sehen. Ui, Außenpfosten von Eggestein. Crazy. Oh, Videoassistenten gibt's. Cool. Replay kann man einstellen. Sauber. Wo denn? Hier vielleicht? Konfiguration, Konferenz. Torabstand. Beide Teams besser. Bedingungen. Ach so, wem man noch... Ne, das ist was anderes. Spieltagskonferenz. Wo kann ich frisieren, wie die Szenen aussehen? Das ist ein guter Hinweis. Oben bei 3D-Match. Ja, das finden wir. Aber das ist auch ein guter Hinweis. Das ist auch... Oh, Sahnebude. Linkes Huf von Michael Gregoritsch. Geile Bude. Das sieht halt... Das macht Spaß. Das macht Spaß anzugucken. So, wo ist 3, das 3D-Match? Und ich glaube, da war auch so ein Regler-Icon. Sauber. Guter Hinweis. Schön nochmal raus. Gregoritsch. So, diese komischen Zahlen will ich auch nicht haben. Diese wahrscheinlich Expected Goals Blödzahlen. Die können weg. Oder man kommt halt einfach nicht dazu, auf Optionen zu klicken, weil hier ein Chancenfeuerwerk beim SC Freiburg kommt. Aber vielleicht patchen sie das ja auch, weil da geht die Szene auf jeden Fall noch weiter. Da kommt doch noch... So, das ist das, ne? Guck mal, sauber. Ja, das ist das, was ich meinte. Vielleicht gibt es andere Kameraszenen. Dann, voller Name, ballführender Spieler. Nachname, ballführender Spieler. Ballschweif, keinen. Pyrotechnik voll. Zoom-Stufe, weit, Anzeigendauer, Spiel, also Szenenende, oh, das ist schon lang, okay, das ist schade. So, dann haben wir Anzeige, das ist eine Notenänderung scheinbar, nicht Expected Goals, das will ich nicht. Fans, immer, Karten, immer, Slow-Mo, gucken wir mal, wie schlimm das ist und Replay auf jeden Fall. So, und dann Entscheidungszeit. Oh, das meintest du, Andreas, eben mit reinrufen, ne? Entscheidungszeitpunkt. Sie können mit Space. Ja, guck mal, wieder was gelernt. Ja, spannend. Weil mit... Ja, das ist jetzt nicht reinrufen. Warte mal, ich guck mal. So. Hält nach der aktuellen Minute an. Knapp übers Tor. Gulde. Ah, das Slow-Mo ist wie der Ball dann... Okay, ist auch nicht schlecht. Spiel hält nach der...
Ach so. Nee, das ist jetzt nicht, das ist jetzt quasi Pause machen mit Ausweg. Das will ich ja gar nicht. Ah nee, es war Halbzeit, glaube ich, oder? Also ganz verstehe ich nicht, was die Space-Taste jetzt machen soll. Schöner Steilpass. Dann kommt Slow-Mo für den Abschluss an die Latte. Das ist cool. Den Slow-Mo können wir drin lassen. Was ist das hier mit dem? Verstehe ich nicht. Ja, okay, der macht Pause beim Du. Also, das ist nicht verkehrt, wenn es halt so schnell wird mit Chancen und so. Also, Space-Taste ist Pause machen. Aber dieses Reinrufen, wo ist das jetzt? Wo ist Reinrufen? Das ist hier wieder dieses Taktikmenü. Das war es eben schon nicht. So, und wie kann ich jetzt hier einen Spieler anklicken, oder was? Eggestein? Nee. Gibt es hier irgendwo. Nee, hier poppt nichts auf. Tor. Beim Radar. Jetzt kommt das Replay. Das ist schön. Das lassen wir auch drin. Boah, schöne Animation. Linkes Huf. Ja, den kann man. Der ist haltbar. Ist doch schön mit den Fans. Ne, das haben sie gut gemacht. Warte mal. Ah. Das ist dann gemeint mit Fans, Haken setzen. Das auch mal so. Das ist okay. Gute Stimmung. Wie im Stream hier auch. Gute Stimmung. Das wollen wir sehen. Okay. Wo ist, wo, aber ich habe ja nicht mal ein Radar. Also, wo soll hier ein Radar sein, wo ich sagen kann, querlegen oder so? Hier, dem kann ich jetzt keine Anweisung geben. Schöne Parade. Also, das haben sie gut hinbekommen. Das sieht nach Fußball aus. Das ist nicht komplett stümmelig oder peinlich gar. Das ist gut. Oder ist das vielleicht immer nur wirklich punktuell mal bei einer Szene? Jetzt entscheiden, der soll schießen oder querlegen. Ach, okay, kommt random. Okay, das war auch mal eine Ansage. Dann bleibt es aber auch speziell, sagen wir mal ehrlich. Wenn ich bei jeder Szene immer entscheiden kann, dann ist das fast wie Fußballspielen selber. Hui. Ja, der Torwart sieht immer nicht gut. Da bin ich gleich gespannt. Also wir machen das Saisoneröffnungsspiel gegen Hoffenheim. Das erste Bundesligaspiel machen wir gleich noch. Ich habe ehrlicherweise ja am Anfang von Europapokal gesprochen und so ein Kram. Also das ist von der Zeit her nicht abbildbar. Deswegen machen wir das Hoffenheim-Spiel nochmal. Da will ich mal gucken, wie sich dann so ein offizielles Bundesliga- und dann auch auf Augenhöhen-Duell verhält. Mit Ergebnis und mit 3D-Szenen. Ui, schöne Kombo. Schöner Fußball. Aber ja, das mit dem Reinrufen dann auf Knopfklick hier irgendwo, das soll besonders bleiben. Das ist schon ganz okay so. Lienhardt ist normalerweise nicht Eckenschütze bei uns, aber dadurch, dass wir Christian Günther auf die Bank gesetzt haben, ist der scheinbar der Zweitbeste. Also als Innenverteidiger, glaube ich, ist es nicht so cool, aber auch das, glaube ich, so die Erklärung dafür, dass der jetzt die Ecken tritt. Unser Hauptschütze Günther ist auf der Bank. Oh, schön. Oh, schöne Appen. Das. Nein. Oh, schade. Geile Szene. Schön Hacken-Absatzkick hier von Gregoritsch, konnte man auch gut erkennen. Das haben sie echt gut gemacht. Also da bin ich überrascht. Hätte ich so nicht erwartet, als ich gelesen habe. Jo, es gibt jetzt auch 3D-Szenen für Highlight-Szenen. So, ja, von mir aus ist das bestimmt scheiße. Mache ich aus. Aber ne, das können wir laufen lassen. Die Tennisbälle, ja. Also das ist so ein Ding, das würde ich so einem nicht ganz ernst zu nehmenden und auch nicht durch Lizenzen gehemmten Produkt hier wie We Are Football durchaus zutrauen, dass die sowas mal reinbringen, reinpatchen. Ist jetzt nicht so das. Nicht so das Happening bei einem Fußballspiel, was alle cool finden, aber warum nicht? So als kleines Augenzwinkern. Ja, Gregoritsch, schön verarbeitet, linkes Huf, passt. Ja, vielleicht kommen die echt mit einem Update. Das ist aber bei We Are Football 1 haben sie auch super viel gepatcht. Und ich bin dann ehrlicherweise nach ein paar Patches ausgestiegen, da war irgendwie die Luft raus und ich habe es dann nicht mehr weiter verfolgt. Ist hier vielleicht genau das gleiche Thema. Das ist jetzt ein guter Start, aber da sind noch viele Dinge zu verbessern, ne, mit Glaubwürdigkeit und KI-Verhalten, Ablösesummen und so Feintunen. Aber dann ist das Ding in ein paar Wochen vielleicht auch nochmal ein Riesenschritt weiter. Ui, auf der Linie geklärt. Noah Doppelhofer verhindert das Schlimmste. So, jetzt haben wir Pause, weil, genau, mal ein bisschen auswechseln. So, wer? Röhl kriegt seine Spielzeit, bevor er traurig wird. Höfler ist raus. Ritz Doan kommt.
Ja, ich hätte die Bank auch nochmal mit anderen Kaderspielern besetzen sollen. Das sind jetzt alles Stammspieler, die ich so eigentlich nicht bringen muss. Wir kennen irgendwo. Ja, wobei, komm. Ah, doch, hier, Höfler noch. Höfler für den Gregal. So, das können wir noch machen. Also Pause muss ich wieder. So, das Feiern war jetzt noch zu Ende. Oh, schön durchgesteckt. Also, das sieht nach Fußball aus, ehrlich. Also, das ist sehr kurz. Also manchmal wünsche ich mir echt nochmal so eine weitere Entwicklung. Bisschen mehr. Paar Sekunden nur. Mehr Aufbau, mehr Gegenpressing nach Ballverlust. Aber sonst, so wie die Spieler sich in die Tiefe bewegen, der Absatzkick gerade und so, das sieht sauber aus. Das ist cool. Das ist echt gut. Gefällt mir. Ja, vielleicht auch sowas. Du musst beim richtigen Datum angelangt sein. So, gelbe Karte. Achso, das war das, wo wir Haken gesetzt haben bei gelbe Karten. Dann wird das so eingeschaltet. Ist auch nicht verkehrt. Kann man auch angeschaltet lassen. Reichert das alles so ein bisschen an. So, von daher auch das zweite Testspiel gegen einen sehr unterklassigen Gegner dominiert. Alles gut. War ein wenig überraschend. Alles gut. Damit kann man arbeiten. So, das war die Woche. Jetzt habe ich, glaube ich, hier nochmal das Jugendsichtungsdingen. Ah, der Nachname ist schon mal vielversprechend. Kandidat 1. Warte mal. Sie können pro Sichtungstag genau einen Jugendspieler für Ihren Jugendkader verpflichten. Treffen Sie also eine gute Wahl. Je länger der Tag dauert, desto mehr wissen Sie. Ah, okay. Aber hab ich ja jetzt gar keinen Druck. Ah, jetzt ist er weg. Jetzt wird so ein bisschen. Also jetzt sind wir so ein bisschen am Gucken. Ne? Jetzt, dann ist auch wieder eine Erfahrungs- und Gefühlssache. Ist 4,7 ein guter Wert? 4,7 ist ein guter Wert. Wenn man sieht. Ah, man darf. Ja, da oben steht's auch, ja. Das ist nur so schnell überflogen, hilft nichts. Jörg Blum. Ja, da musst du das so ein bisschen abzuwiegen und vielleicht ne, bis auf den letzten Drücker warten, ist nicht die richtige Taktik. 4,7 ist, glaube ich, für U17 okay gewesen, aber auch das lernt man dann mit der Zeit. Das ist cool. Das ist eine spannende Mechanik. Damit kann man noch arbeiten. So, das ist unsere Transferliste. Hier sind wir dabei. Jawohl, passt. Ach, Marco, ich habe zu schnell geklickt, aber Marco Reus zu Barcelona ist schon auch so ein Nachvollziehbarkeitsding. Ne? Also, okay, so was haben wir hier? Die Liga erhält für die kommende Saison 10 Millionen zusätzlich. Wie soll diese verteilt werden? Oh, das ist interessant. Und Stimme geben und so. Das ist cool, auch wieder interessant. Vorschlag 1. Die beste Mannschaft erhält das Doppelte. Der schlechteste. Ja, der FC Bayern, als ob. Alle Vereine sollen. Ja, die schlechteste Mannschaft. Ah, das hier so ein bisschen US-Sportgedanke, ne? Dass so schlechtere Mannschaft bessere Draft-Picks bekommen, in dem Fall hier mehr Geld. Machen wir das hier in der Mitte. Ah, und dann ist das verknüpft mit einer Beliebtheit, auch okay, das ist fair. Gucken wir mal, ob da jetzt nochmal eine Auflösung zukommt. Und dann sind wir jetzt beim Blumenthaler SV DFB-Pokal angekommen. So, dem Höfler, pushen wir natürlich nicht. Wir pushen hier eher Kilian Cedilha. So, Spielerförderung ist gut. Standards, ja, da trainieren wir mal das. Dann sind wir hier wieder. Wir brauchen keinen neuen Spieler. Wir brauchen eigentlich nichts mehr. Ah, Bandenwerbung. Bandenwerbung ist, glaube ich, noch so ein Ding. Da Verträge und dann Werbepaket schicken. Besuch. Nee, wo finde ich denn jetzt neue Verträge? Tribüne. Namensrechte. Ja, das können wir machen hier. Namensrechte verkaufen. Tribüne rechts. Tribüne links. Ja, machen wir das mal. Kohle reinholen. Aber hier Spanten und. Ah, genau. Spielfeldrand. So, wir haben noch 14 und noch 4. Okay, Sponsor. Ja. Mal beides. Jawohl, das wird eine sehr finanzlastige, was hier an einem Tag, finanzlastige Woche. So, wir wollen keinen Sport treiben, wir werden fett, vollkommen egal. Hier gehen wir mit dem Push mal runter. Dann spielen wir Tapering. Dann gucken wir uns ein Video an von Blumenthaler SV. Auf geht's. Servus Pascal, schön, dass du auch mal wieder herfindest. Es wirkt ganz unkompliziert, es wirkt ganz, geht gut von der Hand. Also so dieser Vergleich, ohne dass ich jetzt allzu tief drin bin. Wir haben noch nicht mal die Saison gestartet, aber so mit Anstoß, Fußballmanager von EA, das ist auf jeden Fall so die Kragenweite und nicht Fußballmanager von Sports Interactive. Also es geht gut von der Hand, macht Spaß, die 3D-Szenen sind super anzuschauen. Es ja, lässt sich gut an für den Start bis hierhin.
bin ich positiv überrascht. So, Carlos Vela auf Platz 3 eingestiegen bei den Trikots, auch okay. Jetzt müssten diese ganzen... Oh, was ist das? Also, muss ich was machen? Ah, nee, okay. Rookie des Monats wird jetzt quasi gerade entschieden. Finn Ole Becker, von Hoffenheim ausgeliehen an Hansa Rostock. Achso. Achso, das sind die Ligen. Ich kann jetzt hier alles durchklicken. Ah, das ist ja witzig. Selbst bis tief runter hier. Aber ja, das sind die Ligen, die schon Fußball spielen scheinbar. So, Verhandlung. Ja, kriegen wir hin. So, da brauchen wir uns jetzt für den Kennenlern-Stream nicht groß drin aufhalten, aber das funktioniert alles. Also auch das vielleicht nochmal, Pascal, ne? Das Ding hat keine Lizenzen, hat aber sofort einen Download auf Steam zum leicht installieren. Die Reviews lesen sich gut, die Bewertungen auf Steam sind, glaube ich, bei 90% positiv. Mein Gefühl, ich bin jetzt nicht der absolute Fußball-Experte, Fußball-Manager-Experte in den letzten Jahren gewesen, habe aber auch einen grundsoliden Eindruck. Also wenn du Bock hast auf Fußballmanager, kannst du da auf jeden Fall nicht viel falsch machen. Kostet, glaube ich, auch gerade nur 30 Euro, 32 Euro. Kannst also da rein gewissens mal genauer hingucken. Und eben auch direkt mit Lizenzpaket loslaufen. Interesse an Jan Sturm, von mir aus. So, was haben wir hier nochmal? Nochmal Sponsoren? Ah, Tribünenname, genau. Auch nochmal ein bisschen verhandeln. Nehmen wir... So, was haben wir hier? Sunny Kittel ist... Oh, Kopenhagen. Da sind wir jetzt, sind wir schon bei größeren Namen. Das ist dann die letzte Quali-Runde, oder? Nee, ich glaube... Quali-Runde. Und dann gibt es aber nochmal Playoffs, ne? Dann kommen die richtig dicken Namen. Also Kopenhagen kennt man natürlich, klar. Urartu jetzt nicht so. Und dann spielen die am Ende nochmal gegen irgendwie so den Viertplatzierten aus Italien und sowas, ne? Das dürfte dann nochmal... Das heißt offiziell auch Playoffs. Quali-Runde 4 meinst du mit Q4? Ja, das dürfte Playoffs dann heißen. Ich glaube, das ist das dann. So, haben wir auch nochmal geschafft. So. Haben die jetzt echt in einer Woche zwei Quali-Runden gespielt? Ah ne, das ist Euroleague. Das war richtig. Auch nochmal einen Tag später. Alles gut. Das passt. Ja, Playoffs heißt es offiziell. Müsste eigentlich dann auch im System so... richtig offiziell heißen. So, und DFB-Pokal-Wochenende hat auch schon erste Spiele. Hier Saarland-Duell oder Südwest-Duell, Schlager, alles okay. Fortuna Düsseldorf, das ist das Allerwichtigste. So. Haben wir denn schon ein Topspiel gehabt? Wir hatten ja Bundesliga-Duelle. Guck mal hier. Ah, das sind Promi-Tipps. Das sind keine Ergebnisse, oder? Promi-Tipp. Immer genau lesen. Die Infos sind da, Freunde. Hier ist noch gar nichts gespielt. Das sind Promi-Tipps. Ganz wichtig. Warum steht jetzt hier nicht daneben M. Ballack? D. Hamann. Ah, okay. So, Blumenthaler SV. Seien wir ehrlich, da müssen wir nichts groß aufstellen. Das ziehen wir mal schnell durch. Fragwürdige Mittel hier unten hatten wir eben gesehen. Das ist im Endeffekt wie die zwei Testspiele. Das spielen wir jetzt locker runter. Ausverkauftes Haus. Marco Schulz marschiert hier als... Oh, das wäre der Zehner gewesen, den ich gerne... Okay, wir haben den Facunda. Facunda regelt das. So, wir gehen das Spiel konzentriert an. Auf geht's. Ach cool, nochmal so ein paar Hinweisvideos zum besseren Kennenlernen und Verstehen. So machen wir das. Gucke ich dann bei Zeiten nochmal rein. Also, ne, wie gesagt, lasst mir gerne Infos da, ob ihr da Bock habt auf ein kleines Stream-Projekt. Dann wäre es eine richtige Karriere als Manager und dann wahrscheinlich Angebot Regionalliga oder so. Nicht Freiburg wählen. Also das spielen wir hier auf gar keinen Fall weiter. Das sollte nur dem Kennenlernen dienen. Aber wenn ihr Bock habt auf so ein kleines Night-Session-Projekt, wird es dann werden. So viele Stream-Möglichkeiten habe ich dann in meiner Woche nicht. Und den PES-Brunch Sonntagvormittag soll das auch nicht ersetzen. Auch so schön im Hintergrund, so ein kleiner Sportplatz. Das ist schön, schönes Stadion. Aber ja, lasst mich in irgendeiner Weise wissen, ob ihr Bock habt auf so ein kleines We Are Football 2024 Stream-Projekt. Und dann warten wir vielleicht den einen oder anderen Patch noch ab. Und dann starten wir in ein paar Wochen mit dem Ding und gucken mal, wo uns diese Karriere hinführt. Oh, der ist unglücklich abgefälscht. Hannes Günther mit dem Eigentor. Das ist bitter. Da geht es schnell in die falsche Richtung für die Blumis. Das ist echt, das ist charmant, ne? Auch so mit so, das ist wie so, wirklich so ein kleiner, schimmeliger Sportplatz. 5000 Zuschauer sollten es, glaube ich, sein.
Oh, nicht verkehrt. Schöne Flanke. Zweiter Pfosten. Hallöchen. Zehner Tunsch. Nach Zaubervorlage. Bend it like Schwäbe. Geile Flanke. Ja, schönes Ding. Das war ein Sahnetor. Ja, ja, ich warte auf jeden Fall noch auf ein, zwei Updates. Also hier waren jetzt so ein paar Dinge, die haben mich dann auch gestört, wo ich mir aber glaube, die werden sie wegpatchen. Auch so sowas da. Tor, Tor, Tor und dann diese Klammer 000, das scheint irgendwie falsch verlinkt zu sein. So die Tokens da. Da sollte wahrscheinlich ein Spielername stehen. Also wenn Gerald Köhler das jetzt auch schon angesagt hat, der ist ja besonders jetzt zum Release sehr umtriebig gewesen in Streams bei Writing Bull zum Beispiel, habe ich ein Live mitbekommen. Und ja, die waren da bei We Are Football 1 auch sehr eng dran an der Community. Deswegen gehe ich hier von nichts weniger aus und dann lasst uns nicht sofort in ein zu früh gestartetes Projekt starten, sondern nochmal ein paar Patches abwarten und dann läuft das ja zum einen nicht weg. Und zum anderen wäre es dann, glaube ich, langfristig auch motivierender, wenn da alles nachvollziehbarer ist und sauberer ist. Oh, Eggestein. Schön. Jetzt wird es wieder in die richtige Richtung und auch standardgemäß, wie wir uns das erarbeiten. Schöner Laufweg. Ja, ein bisschen sorglos verteidigt. Da hat er ihn aus dem Rücken nicht kommen sehen, glaube ich. Jawohl, schön. Was meinst du mit Screenshot und auf Discord melden, wenn mir irgendwas falsch vorkommt, so wie diese Tokens gerade in dem Fangesang, dass die, also quasi ein Bug-Report? Das könnte ich auch mal machen, ja. Wenn die da so griffig sind, dass er dann auch für den Spieler, also für mich dann in dem Fall motivierend, wenn ich weiß, da wird mit gearbeitet und das verbessert das Produkt. So, jetzt wechseln wir auf jeden Fall mal die mit der gelben Karte aus, damit da nichts passieren kann. Ah, okay, Bug-Report. Ja, klar, warum nicht? Kann man da ein bisschen mithelfen. Aber das klingt auf jeden Fall schon mal gut. Und dann, ja, halten wir das auf jeden Fall im Hinterkopf. Also, erster Eindruck ist auf jeden Fall ein sehr positiver. So, ne? Also, es geht schnell von der Hand, gut von der Hand. Vieles ist nachvollziehbar. Die 3D-Szenen hier haben es mir echt angetan. Das macht echt Spaß zu sehen. Wirkt jetzt auch nicht so, wie das er früher gerne war bei solchen Bundesliga-Managern. Schönes Eigentor, aber dass das alles gleich aussieht und du irgendwie in der Entstehung schon das Gefühl hast, ach ja, klar, jetzt kommt der Ball auf den zweiten Pfosten und dann ist immer die Szene, ist immer ein Tor. So, das ist auch ganz schön, dass sich das echt aussieht wie eine frisch irgendwie simulierte 3D-Szene und dann passiert halt was. Oh, schön. Schönes Solo. Kilian Lammers auf Vorlage von Enes Korogli. Schönes Tor. Schönes Solo da. Und dann sehen wir leider nur noch das Querlegen. Da sollten sie, wenn die Szene auch schon so kurz ist, das Replay eigentlich auch komplett der Szene machen. Aber okay, da oben ist Platz. Ja, die Lücke hast du gesehen. Eggestein, Traumball. Ja. Ja, Sahne. Sofort die Antwort. Also Freiburg zieht immer das Tempo an, wenn sie das Gefühl haben, hier Blumital kommt ein bisschen entgegen. Ja, das ist auch so ein Punkt, genau. So, die Entwickler können wahrscheinlich nicht nach jedem kleinen Bugfix nochmal eine neue Karriere starten und dann mitbekommen. Ah, okay, hier ist immer noch ein Token falsch. Hier werden immer noch keine Spieler verlinkt im Fangesang oder hier ist eine Ablösesumme unsauber. Ja, das stimmt schon. Da kann man nur helfen. Pepe Hettke. Gibt es dann auch bis zum Stream-Projekt starten nochmal ein Update vielleicht in der Datenbank mit auch da vielleicht kleinen Bugfixes oder irgendwas wird dann auch seitens der FM-Zocker-Leute nochmal hinzugefügt. Dann ist das, glaube ich, ganz vernünftig, nicht so in der Release-Woche sofort mit so einem Projekt zu starten, sondern dem Programm und auch der Datenbank so ein bisschen Chance zu geben, zu atmen. The game's name is We Are Football 2024. It's a football manager on Steam. It's also in the English language, so I'm playing on German with a German team in the German league, but if you're looking for like an international football manager, which is quite faster and easier to play than in Football Manager from Sports Interactive, then this is definitely the right choice for you. And as I said, you can switch the language to English. You can look it up in Steam. We Are Football 2024. Just released this week.
So, 5-2. Also ich glaube, das Ding ist. Ui! Ui! Schönes Ding von Ritz-Doan. Das ist schon Robben-esk. Zieht in die Mitte. Lange Ecke. Ich glaube, den hat er auch irgendwie durch zwei Köpfe durchgeschossen. Den sieht der Torwart auch dann noch später. Ja, sehr verdeckt und undankbar, aber Sahnebude. Das sieht nach Fußball aus. Das ist geil. Das ist richtig geil. Das macht Spaß. Da kann man auch ein bisschen mehr mitfiebern bei diesen 3D-Szenen. Die könnten echt, wie gesagt, nochmal so ein paar Sekunden Entspähung länger sein. Oder jetzt auch wieder schönes Tor. Aber wenn der jetzt Pfosten rausgeht, nochmal so nachsetzen, durchziehen und nicht sofort nach irgendwie 5 Sekunden abschalten. Aber das ist geil. Das ist echt schön geworden. Das bereichert so ein Spiel, wenn es so gut gemacht wird. Und jetzt dürfte der Drops ja auch gelutscht sein. Du kannst mich auf Steam adden, ja. Ich glaube, da ist mein Nickname Scorpio 1018. Das ist so mein Standard-Nickname im virtuellen Bereich. Scorpio 1018. Kannst du mich auf Steam, glaube ich, auch adden? Kann man das Multiplayer spielen? Kann man auch mit Online Hot Seat oder so spielen? Geht das? Also wir haben ja eben gesehen, das Spiel hat 4 Spieler und Hot Seat. Aber hat das auch Online-Modus? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Ich meine, der ist immer ein bisschen mühsamer zu spielen. Da müssen immer alle Zeit haben und sich auch eine Zeit geben. Hot Seat am eigenen PC, so wie früher Anschluss und so gibt's. So, Frauenarzt, du poppst hier unten gerade auf. Also dein Friend Request ist angekommen, nehme ich später an. Aber gibt's auch Online-Modus? Oh, jetzt habe ich. Warte mal, die Wechsel nehmen wir noch mit. Einfach nur damit wir sie gemacht haben. So, dann kriegen die Jungs auch noch mal ein bisschen Spielzeit, aber das haben wir sauber über die Bühne gespielt. Ja. Ein bisschen standesgemäß das Ergebnis. Hier wird noch ein bisschen Verlängerung gespielt. Da wäre es natürlich jetzt cool, wenn ich gucken könnte, wo. Gibt es das irgendwo? Scheinbar. Spieltagskonferenz hätte ich vielleicht vor. Da vielleicht? Ah, guck mal. Da, Kaiserslautern ist in der Verlängerung. Kaiserslautern gewinnt nach Verlängerung. Fortuna Düsseldorf gewinnt sehr, sehr deutlich. Kenne ich gar nicht. Sonst war es das. Okay, aber das ist ja auch wiederum richtig, weil das ist ein DFB-Pokalspiel-Wochenende. Dann waren das die Spiele vom 5. August. Dann sind vorher und nachher auch noch Spiele. So, keine Überraschung, wie es aussieht. Nee, scheinbar jedes Mal das Auswärtsteam, das vermeintlich höherklassigere, gewonnen. Okay, dann ist das so. Und Dortmund verliert tatsächlich in der ersten Runde in Mainz ein Bundesliga. Also das ist zum Beispiel sowas, was sie patchen müssen. Es gibt kein Bundesliga-Duell in der ersten Runde. Dann könnte ich jetzt, wenn du, so wie du es meinst, könnte ich jetzt einen Screenshot quasi machen. So, und dann könnte ich denen sagen, guck mal hier, this is not realistic. Und dann patchen die das hoffentlich. Fortuna war heute nicht sehr stark. Ich fand eher beide Mannschaften sehr schwach, aber natürlich für uns super wichtig, der Sieg gegen Hamburg heute. Und deswegen, ja, wichtiger Abend für den weiteren Verlauf der Saison, glaube ich. So, Volker Fink hat eine Mannschaft, also Medienzusammenfassung. Volker Fink hat eine Mannschaft zusammen, der man wirklich gerne zuschaut. Die Spieler sprühen vor Motivation. Und dann gibt es ganz viele Zitate. Ja, das streut so ein bisschen Atmosphäre. Das ist gut, nehmen wir mit. Und dann haben wir den ersten Saisonsieg, höchster Sieg ever Rekord. Gut, gegen einen Achtligisten oder so ist das jetzt auch nicht der Wahnsinn. Und ist dann auch der höchste Auswärtserfolg. Das skippen wir einmal und spielen oder würden in Darmstadt spielen. Ja, da wird es dann direkt knifflig. Das ist jetzt erstmal egal. Ich gehe lieber ins Kino. Das ist, glaube ich, wie bei Anstoß. Das ist, glaube ich, genau das Anstoß-Wording gewesen. Ne? Da hat man auch gesagt, nee, ich gehe lieber ins Kino oder irgendwie sowas. Ne? Da auch so kleine Hommagen an die gute alte Anstoßzeit. So, und dann sind wir in der Bundesliga-Startwoche. Wie gesagt, das ist unser letztes Spiel für den Kennenlernstream heute. Ich will einmal gegen eine gleich starke Mannschaft spielen. Und einfach mal gucken, wie das Spiel dann abläuft. Ob das dann auch viele Tore, zu viele Tore gibt. Oder ob das viel Geplänkel wird. So, machen wir weiter. Hier machen wir alles weiter. Geld anlegen will ich nicht. Sport treiben mache ich an der Stelle mal. Hier vor der Abreise abends Kopf frei kriegen. So, passt. Hier machen wir Vollgas hier nicht mehr. Das Ding fällt dann aus nach dem Bundesligaspiel und hier machen wir Auslaufen. Und auf geht's. Also wenn man es dann einmal dann verstanden hat oder auch seinen Rhythmus hat, dann kommt man, glaube ich, auch in wenigen Minuten durch so eine Woche. Dann ist das nicht Laber, Laber, Klicken, ich suche die Buttons und so,
dann kommt man auch länger. Nein, mit Hurenball Leipzig wird nicht verhandelt. Weg. Richtig, genau. Ein so ein Bundesligaspiel möchte ich jetzt mit euch schon mal noch sehen. Ach, guck mal, kann man es anklicken? Ne, kann man nicht. Champions League Quali 3. Hat das geschafft? Wo steht das? Ja, das ist jetzt natürlich von der Übersicht ein bisschen doof. 1-0. Und wo steht das? Ist das Hinspielergebnis gewesen? Ne, das ist Halbzeitergebnis gewesen, ne? Wo sehe ich denn jetzt, ob die weiter sind? Ne, das sind alles. Das sieht alles. Ah, hier rechts sehe ich es. Ausgeschieden. 3-1-0-1. Ah, schade. Sonny Kittel spielt nicht Champions League. So, und vielleicht auch nochmal eine Geschichte. Wir hatten eben einmal beim Spielersuchen einen kurzen Schreckmoment, aber bis hierhin ist das Spiel ja auch super stabil. Das ist ja bei so Fußballmanagern auch immer so gerne. So unangenehm, wackelig und absturzlastig. Bisher haben wir keinen Bug in die Richtung, keinen Absturz gehabt. Also auch in knapp 3 Stunden Streamzeit komplett stabil. Der SV, ja, das sind halt, oh, ja, das ist jetzt nicht komplett unrealistisch, aber würde Werder Bremen 13 Millionen für einen 30-Jährigen bieten? Ich glaube nicht. Glaube nicht. Es ist ein Videospiel. Ich soll es nicht zu eng sehen. So, Ausverkauf Dortmund. Ja, von mir aus. Und wir fahren nach Hoffenheim. Auf geht's. Und das ist unsere Aufstellung. Aber wir haben keinen. Warum nicht? Ey, was ist mit Eggestein? Habe ich was verpasst? Verletzt? Nasenbeinbruch. Hier unten. Nasenbeinbruch. 9 Tage kaputt. So, und wo ist jetzt unser Brasilianer? Ach so, der, klar. Ah, nee, da müssen wir es so lösen. Guck mal. So machen wir es. Ja, klar. Dann machen wir es so. Das geht. So, dann kommt. Nee, muss er gar nicht. Aber Matthias Ginter startet. Dann Christian Günther startet. Der Umworbene. Das sind alles die besten. Ah, wo ist er? Wo ist der Vincenzo? Ah, Vincenzo hat auch irgendwas. Muskelfaserriss. Fast einen Monat Pause. Das ist heftig. Ja, aber dann sind wir. Das ist die Bestbesetzung. So, und Gesamtwert 113 versus 104. Also wir sind besser als die TSG Hoppenheim. Das könnten wir noch machen. Ne, können wir lassen. Aber bei Kofi Kehre muss beginnen. Muss nicht beginnen, ist aber ein Ticken besser. Dann kommt der Colido hier für Philipp, weil der Philipp spielt eine Position, die wir nicht haben. Das war das. Okay. So, wir machen hier offensiv. Nicht mehr ganz so frech. Das passt alles. Pressing, Gegenpressing hat sich ein bisschen verbessert im Training. Machen wir mal einen höher. Einfach nur, weil wir jetzt zum Abschluss nochmal Party machen wollen. Das habt ihr gegen. Oh! Guck mal, da hat der Gegner einen krassen Vorteil. Ja, dann reagieren wir mal drauf. Machen wir das mal. Und gehen hier mehr. Ja, scheinbar. Ja, dann müssen wir es so spielen. Okay, wieder was gelernt. Ja, ich bin auch so gut wie durch. Ich bin auch schon müde. Aber danke, dass du da warst, Andreas. Ah, okay, dieses Remote ist aber dann, dass man quasi Leute in seinen PC zulässt zum Hot Seat mitspielen, quasi, ne? Das ist dann. Ja, okay, müsste ich mal durchlesen. Aber das ist, glaube ich, für ein Stream-Projekt auch relativ kompliziert, dann wirklich umzusetzen mit 3 anderen Leuten. Ja, das ist schwierig. So, Philipp Lienhardt macht Kramaric nass. Das machen wir doch mal. So, und dann geht's raus. Unser erstes Bundesligaspiel. Mal gucken. Sofort Oberschenkelprellung bei Menino. So gut kann ein Spiel anfangen. Dann kommt der Merlin Röhl, der nicht so begeistert war über die Verpflichtung, kann er sofort zeigen, dass es das vielleicht gar nicht gebraucht hätte. Erste gelbe Karte. Lukas Kübler. Teilnahme an Rudelbildung. Okay. Und alle anderen im Rudel haben nichts bekommen. Hahaha, das ist schön. Ja. Ist nicht der richtige Rhythmus. Aber es ist gut. Es bringt Atmosphäre. Ist schön. Und jetzt, na klar, im Vergleich zu den Amateurspielen oder zur ersten DFB-Pokalrunde ist das hier nicht so übertrieben mit vielen Szenen, weil man sich halt auch gerne dann im Mittelfeld neutralisiert. Jetzt wird es zum ersten Mal unangenehm. Nein! Mergi Berisha.
Ja, schön die Tiefe gesucht. Und das Ding ins lange Eck vollendet. Schönes Tor. Ja, war ein schöner Angriff. Und auch schön zu sehen. Alles voller Hoppenheimer, aber eine kleine Gästekurve ist. Genau. Super Füchse, super SC Freiburg. Was soll das sein? Du bist mein Verein, du bist nie allein. Wir werden bei dir sein. Gut, ich bin jetzt nicht der Hardcore SC Freiburg-Fan, dass ich das kenne. Ich hätte den SC Freiburg jetzt mit Füchsen auch nicht verbunden. Vielleicht, weiß ich nicht, ob man das im Editor patcht. Oder ob das ein absoluter Random-Fan-Gesang ist, der überall kommen kann. Jetzt mal Röhl. Ach, da haben wir. Guck mal, jetzt haben wir zum Abschluss im Stream. Haben wir auch nochmal dieses Auswählen. Und wir weisen an, dass er abschließen soll. Ach, dann rufen wir das auch rein. Das ist cool. Ja, ist gut. Auch schön. Also es ist schon einiges erweitert, verbessert zum ersten Teil. Und angereichert auf jeden Fall. Das macht was her. Gefällt mir. Ah, okay. Im Installationsordner gibt es einen Guide. Ja, das ist doch mal eine schöne Idee. Also vielleicht sollte ich mich dann fürs Stream-Projekt auch nochmal ein bisschen besser vorbereiten. Danke dir auch, Scouty, fürs Kommen. Also ich merke mir mal, so eine Night-Session, die kann auch nicht allzu lange gehen bei uns. Da müssen wir mal gucken, wie wir das dann in so eine Woche einflechten. Immer mal so eine Stunde, paar wenige Spieltage zusammen. Aber dann haben wir auf jeden Fall jetzt hier mal so einen ersten schönen Aufschlag mit dem Spiel gehabt. Und wie das ja bei mir generell auch so häufig ist, ne, wenn ich euch irgendwie Pro Evolution Soccer Mods zeige oder sowas. Im Endeffekt geht es auch bei einmaligen Stream-Sachen immer so ein bisschen darum, einfach Sachen bekannt zu machen, dass ihr das irgendwie mitbekommt. Ach, guck mal, da ist ein neuer Fußballmanager draußen, weil ich habe das ja, wie gesagt, auch erst kurz vor knapp irgendwie mitbekommen mit dem Release-Trailer. So, ach, da gibt's was. Da ist was, was das neue Anstoß sein will. Das gucke ich mir auf jeden Fall mal an. Dann habe ich das mit dem Stream jetzt quasi auch mal gemacht, unabhängig davon, wann und ob und wie dann so ein Stream-Projekt kommen kann. Aber jetzt wisst ihr auch durch mich. Oh, Höfler geht in die Tiefe, will den Elfmeter. Aber ja, dann wisst ihr auch über meinen kleinen Kanal, dass hier ein neuer Fußballmanager am Start ist. Da haben wir das auch einmal abgehakt. Das wäre noch die Königsdisziplin, wenn das rhythmische Gesinge, Gejohle und Geklatsche im Hintergrund zu dem Songtext dann passt. Weil das war auch nicht, wir haben bezahlt, wir wollen was sehen. Das war irgendwie schalalala, schalalala, das war was anderes halt. Also das noch auf den Punkt bringen. Ui, ich dachte Außennetz. Geil, schöne Bude, schön direkt gespielt, direkt in die Tiefe, auf Gregoritsch weitergeleitet. Ja, Chico Höfler. Der merkt bei 0-2, ich muss auch offensiv. Das ist ein geiles Ding. Schönes Tor von Gregoritsch. So, jetzt können wir. Ah, Konter. Gucken wir mal. Big Save. Big Save von Florian Müller. Der hier den Vorzug vor Noah Atobolo bekommen hat. So, jetzt machen wir mal Pause. Nee, anscheinend nicht. Ja, es geht. Es geht ja scheinbar. Das ist dann wahrscheinlich so zurechtgelegt, aber dass eine Szene erstmal mit einer Abwehraktion auch irgendwie beginnt und dann so eine zweite Szene gegen Pressing, in dem Fall nicht, aber eine Direktabnahme, dann auch hinten dran kommt. So könnte man das schon ein bisschen ausbauen in den Szenen. So, jetzt versuchen wir nochmal Frische zu bringen. Nämlich unser neuer Argentinier, der ist frisch. Dann, wo verlieren wir weniger Qualität? Hier mit Ritz Doan. Ja, und hier. Die gelbe Karte gegen und einen Wechsel haben wir noch. Ja, am Ende wird es wahrscheinlich dann. Warten wir nochmal ein bisschen, aber dann ist der letzte Wechsel wahrscheinlich Lukas Höhler für Röhl, für Volloffensive. Spieler möchte eine Erklärung. Ja, okay. Carlos Wähler möchte mit. Warum? Hatte der für eine Note eine 4? Schlechte Leistung. Ui, okay. Ja, tut mir leid. Das läuft in Deutschland halt anders. In der Major League Soccer kannst du rumpimmeln, aber nein, hier in Deutschland ist das anders. Da muss Leistung gebracht werden. Oh, ja, okay, das ist natürlich dann, das reißt dich dann aus allen Träumen, wenn einfach da steht Strafstoß und der Marius Bülter nagelt das Ding in den Winkel. Ja, super. Das dürfte die Vorentscheidung gewesen sein hier, 74. Minute. Der Neuzugang vom FC Schalke, kompromisslos. Aber dann würde ich sagen, wir machen jetzt hier nochmal Taktik. Hier geht das, hallo? Was wir machen? Äußerst offensiv wieder. Dann
Kann ich hier nicht irgendwie durch die Menüs springen? Nee, muss ich hier so? Und dann, okay, das geht das echt nicht? Hier so durch die einzelne Aufstellung, Strategie. Ich habe auch gar keine Ansprache gemacht, sehe ich gerade. Und dann kommt der Höli für der Röli und der Höli vorne rein. Nee, nee, das war so. So. Und dann, hallo. Was machst du da ein? Ach, das ist das, was ihr meintet hier mit dem schnellen Auswechseln. Ah, okay, das war der goldene Hinweis. So, und die beiden vorne rein. Ja, jetzt spielen wir quasi 4-1-1-4, aber nun gut. Ding ist ja so gesehen fast verloren. Aber mal gucken, vielleicht jetzt nochmal mit dem Angriff. Anschlusstreffer, nochmal völliges Drama anfangen. Ja, das ist Fußball. Das ist Fußball. Schön. Ja, jetzt müssen natürlich auch die Außenverteidiger umlaufen und Druck machen. Guck mal. Fünfte Liga mit Wattenscheid. Das ist doch charmant. Das ist ja auch deine Gegend, ne? Mit RWE aus Essen, so ein bisschen Ruhrpott, Wattenscheid so in die Ecke. Ja, gerne mal auf dem Laufenden halten. Das finde ich immer interessant. Und das ist eben genau das Schöne. Was eine Szene, ey. Da spielen sie sich echt nochmal durch. 78. Da geht noch einiges. Ja, Freiburg ist aufgewacht. Und Oliver Baumann, der Ex-Freiburger mit Big Save. Kann er den auch noch verhindern? Kann er auch noch verhindern? Ey, was ist denn das denn jetzt? Jetzt hält Oliver Baumann hier echt die drei Punkte fest für Hoppenheim. Ja, und da unten wieder dieses. Aber auch mal ein Screenshot. Mach ich das heute mal. Das ist ein sehr schöner Hinweis. Du bist Bremer und sympathisierst mit RWE. Okay, gut, dann hast du Wattenscheid einfach nur so genommen. Hast du da Karriere gestartet und die als Angebot. Ach, das kann doch nicht sein. Ah, dann ist er auch noch in der richtigen Ecke. Aber ja, Marius Bülter, der ist im Elfmeterschießen scheinbar ganz gut ausgebildet. Und jetzt dürfte das tatsächlich die Entscheidung sein. So ist jetzt natürlich der erste Eindruck, aber das wird auch so eine Sache sein. So, Ergebnissimulation. Das ist jetzt relativ torreich. Und ist ja noch nicht vorbei. Also vielleicht ist das dann irgendwo. Ja, Wattenscheid auf jeden Fall, bekannter Traditionsverein. Ganz, ganz 90er Jahre, glaube ich, Bundesliga. Also das ist schon, da war schon einiges drin. Mit hier, wie heißt er? Sulaman Sahne. Einer der auffälligsten Spieler der Vereinsgeschichte von Wattenscheid. Das, ja. Irgendwo hat man so eine leichte Erinnerung an die 90er. Oh, da wieder schöner Absatzkick. Grischer Prömmel. Ja, das spielen sie Sahne zu Ende. Ja, schönes Tor. Schöne Kombo. Aber ja, sehr torreich. Auch vielleicht sowas. Ne, dass da auch noch so ein bisschen nachjustiert werden muss. Dann sagen wir einfach mal, die Grundlage ist da und es ist eine sehr spaßige für den Moment. Da kann das mit wenigen Patches sicherlich in die richtige Richtung gehen. Ja, und Baumann mit dem zwischenzeitlichen 2:3 so ein bisschen zum Matchwinner aufgeschwungen. Und Bülter tut dann sein Übriges mit seinen zwei Elfmeter-Toren. Nun gut, dann endet unser Spielvorstellungs-Kennenlern-Stream mit einer Niederlage, aber nochmal schön torreich. Ja, da ist nochmal viel drin gewesen. Du hast in der Landesliga gute Ergebnisse. Ich meine, das ist ja auch so ein Ding, was man als Entwickler vielleicht mal mitbekommen muss. Ne? So schlechte Spieler, schwächere Spieler, da triggert in der Simulation dann nicht so häufig Tor, Tor, Tor. Hierbei hohe Bundesliga-Niveau, Freiburg-Hoffenheim kommt dann halt eher an 5:3 zustande. Jetzt auf der linken Seite, wenn man die Ergebnisse so guckt, die sehen alle sauber aus. Aber das ist dann auch wieder was anderes wie Direktsimulation zweier KI-Teams versus Spieler-Mannschaft in so einer 3D- und was auch immer Simulation über 90 Minuten. Nun gut, aber ich glaube, wir haben jetzt einiges gesehen hier in den ersten virtuellen Wochen und ja, ich finde die Basis auf jeden Fall sehr spaßig. Das lässt sich gut an. Und dann nehme ich mal und ne, nach wie vor die Möglichkeit, sich da gerne zu melden, ob ihr da Bock habt.
Aber ich nehme das mal so als positive Resonanz mit, dass wir das vielleicht als ein schönes kleines Streaming-Projekt auch irgendwann mal anstoßen können. Warten aber jetzt auf jeden Fall die nächsten Wochen noch mal ab, wie das aussieht mit Patches, mit vielleicht dicken Bugs oder dicken Simulationsfehlern, die bekannt sind, die ausgemerzt werden sollen. Das war beim ersten Teil auch schon so, dass man da sehr schnell und auch immer sehr kontinuierlich gepatcht und weiterentwickelt hat. Also das warten wir dann auf jeden Fall ab. Dann war das auf jeden Fall für den Moment erstmal so mein Eindruck und mein erstes Reinspielen in We Are Football 2024. Schön, dass so viele da waren, auch Freitagnacht, eine sehr ungewohnte Streaming-Zeit für mich persönlich. Und hier gibt es scheinbar nochmal. Ne, hat bereits Fortschritt. Hier haben wir wohl einen kleinen Sprung gemacht bei unserem Supertalent. Aber okay, dann war es das an dieser Stelle. Ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein. Und dann sehen wir uns für die Interessierten am Sonntag im PES Brunch, PES 5 Master Liga. Da wird dann wieder ein bisschen mehr geschrien und ein bisschen anders Fußball gezeigt, aber auf jeden Fall virtueller Fußball. Dafür sind wir hier im Kanal doch irgendwo unterwegs. Also, vielen Dank für den Abend und ja, schönes Wochenende. Tschüss, ciao.